Wir spielen heute Teil 2 von Follow, ein fantastisches spielleitungsloses Rollenspiel, aktuell im Crowdfunding, vertrieben und übersetzt durch Plot Bunny Games, aka Andrea. Herzlich willkommen. Hallo. Andrea leitet heute für uns und auch dabei ist Mathis wieder. Herzlich willkommen. Guten Abend. Euch ist bestimmt aufgefallen, dass Frank heute anders aussieht und Manni heißt. Das liegt daran, dass Frank kurzfristig ausgefallen ist und ich für ihn einspringe. Also heute bin ich Opa Egon. Wir machen das so wie in einer Serie, wo ein neuer Schauspieler gekommen ist und wir tun alle so, als hätte Egon, wäre Egon schon immer Manni gewesen und genau. Lassen uns nichts anmerken. Ich bin der Dario Naharis des Schrebergartens. Quasi. Genau. Sieht völlig anders aus. Ja, Andrea. Ja. Ein Spotlight. Ja, genau. Soll ich direkt einsteigen in Follow und was wir heute hier machen? Ja, gerne. Genau, also zuerst werfe ich noch einmal Credits rüber, weil ich bin zwar der Verlag, aber ich habe in diesem Fall nicht die Übersetzung gemacht, sondern die Übersetzung hat Lukas Feinweber gemacht. Und ich habe das Lektorat gemacht und das Layout und das Spiel ist inzwischen im Korrektorat und bei Camilla Kutzner. Und das heißt, wir sind also wirklich schon so auf der Zielgeraden in der Produktion und warten eigentlich nur noch aufs Geld, damit wir es an die Druckerei schicken können. Und es sieht auch wirklich gut aus. Ich gebe mal den aktuellen Stand durch. Also uns fehlen nur noch 95 Euro bis zum zweiten Bonusziel. Ich bin dafür, dass ihr das schafft während des Streams. Bitte, wir bitten drum heute Abend. Genau, genau. Aber ich werde das heute alles ein bisschen moderieren und werde zwischendurch auch immer wieder ein bisschen Regeln erklären, damit ihr eben auch versteht, wie dieses ganze Follow-Ding eigentlich funktioniert. Und alles, was ich nicht erkläre, könnt ihr euch entweder auf der Crowdfunding-Seite durchlesen oder einfach nochmal den Stream von der letzten Woche angucken, vorhin vor zwei Wochen angucken, wo wir das alles ein bisschen ausführlicher gemacht haben. Genau. Wir sind in einem Schrebergarten ich fange von vorne an. Wir haben bei Follow ist ein Spiel, da geht es um eine Gemeinschaft, die auf einer Queste ist und ein gemeinsames Ziel hat. Und wir spielen alle jeweils zwei Figuren, nämlich eine Hauptfigur und eine Nebenfigur. Die stellen wir euch gleich nochmal kurz vor. Und wir suchen uns immer eine Queste aus. Es gibt in dem Grundspiel sind 18 Questen zur Auswahl drin. Die sind also super vielfältig von die Belagerung über das Heilmittel, über die Gottheiten bis zu die Show und der Wettkampf. Und ihr findet auf der Crowdfunding-Seite auch schon diverse Actual Plays, wo wir schon allerlei andere Questen gespielt haben. Und wir spielen aber hier und heute das Revier weiter. Da geht es also um eine Revierfehde. Und wir wollen natürlich die Kontrolle über das Gebiet erlangen. Und das Gebiet ist in diesem Fall eine Parzelle in einem Schrebergarten. Wir sind also das Parzellenpack, wie Cassandra uns gerade eben benannt hat. Wer war es von euch? Manni hat uns als das, ist schon gut, dass du da die bist. Alliterationen gehen meistens auf meine Auto. Ja, genau. Also wir sind das Parzellenpack und sind so ein bisschen die Leute, die diese Idylle und Ordnung des Kleingartens ein kleines bisschen durcheinander bringen. Und wir wollen halt eine Gemeinschaftsparzelle haben und wollen die gemeinschaftlich betreiben. Und das wollen unsere GegnerInnen, die Spießenden, wie wir sie genannt haben, weil wir konnten, wollen das nicht. Und was wir schon getan haben, um diese Parzelle zu erobern, ist, wir haben einerseits uns durch ein bisschen Freiräumen dieser Parzelle und sozusagen das Gebiet schon mal so ein bisschen vorangeeignet. Und dann haben wir in einem Heist in der Vogelvoliere die geheime Satzung rausgeholt, wo die eigentliche Regel drin steht, die wir dann ändern mussten. Dann haben wir Unterschriften gesammelt, damit wir das auch auf der Vereinssitzung durchsetzen können. Und wir haben schon mal geplant, wo das Gewächshaus hinkommt für den Hanfanbau, den auch einige von uns planen. Das ist also hier heute unsere Ausgangssituation. Aber bevor wir irgendwo weiter einsteigen in das Spiel oder in die Regeln, würde ich sagen, wir erzählen einfach nochmal so ein bisschen, wer wir sind und wen wir spielen und wie so unsere Beziehungen untereinander sind. Und dann gucken wir, was heute unsere erste Herausforderung ist und wie wir die angehen. Und dann erzähle ich auch nochmal, wie das mit den Herausforderungen funktioniert und wie das mit der Ergebnismechanik geht und so weiter.
soll ich anfangen? Und wir machen das dann in der Reihenfolge des Character Keepers, den ihr jetzt im Stream nicht seht, aber den könnt ihr euch dann hinterher auf der Website von Plop Bunny Games quasi als Vorlage runterholen und da euch dann da eure eigene Gruppe ziehen. Also, meine Hauptfigur ist Renate. Sie ihr Pronomen, und Renate ist primär Heißsporn mit dem Motto erst tun, dann nachdenken. Ist sehr ungeduldig, möchte schnell Ergebnisse sehen, notfalls auch mit fragwürdigen oder unfairen Mitteln, und ist eher so ein bisschen die Unruhestifterin im Team und hat den dringenden Wunsch an Bianca, dass Bianca sie mit ihren manipulativen Ratschlägen in Ruhe lässt. Und ich würde vorschlagen, dass wir mit den Hauptfiguren, dass wir einmal die Hauptfiguren machen und dann die zweite Runde nochmal kurz die Nebenfiguren hinterherwerfen. Und dann sind wir nämlich jetzt auch schon bei Bianca. Ja, Bianca, sie eher, fühlt sich total missverstanden, denn Bianca ist die Friedensstifterin dieser Gruppe und hat eine ganz besondere Zukunftsvision für dieses Begegnungsstück, denn nämlich statt Parzelle eine Begegnungsstätte für alle. Und es wird einfach ein wunderbarer Ort. Und damit dieser Ort auch darüber hinaus Frieden bringt für andere, möchte sie unbedingt in das Geschäft von Phil einsteigen. Denn Phil hat was damit vor, was Bianca sehr unterstützt. Bitte, Phil. Ja, vielen Dank, Bianca. Phil ist ein ziemlich gemütlicher Typ, eigentlich ITler. Was heißt eigentlich? Eigentlich ausschließlich zu 100% im Homeoffice, ernährt sich vorwiegend von Donuts und Kaffee, sieht auch entsprechend ziemlich gemütlich aus, trägt immer Hawaii-Hemden und hat jetzt aber von seinem Hausarzt den Auftrag bekommen, sich ein bisschen mehr körperlich zu betätigen. Da hat er eine großartige Möglichkeit gefunden, sein Hobby zum doppelten Hobby zu machen. Er möchte sein Gras anbauen in seiner eigenen Parzelle. Und das raucht er auch sehr gerne, entsprechend gemütlich ist er auch vom Wesen her. Wobei er vom Konzept her Vollstrecker ist, allerdings hier nicht im martialischen Sinne, sondern er ist einfach ein Macher. Wenn er sich überlegt hat, das ist jetzt gut, das machen wir so, dann wird es auch direkt gemacht. Und in dem Sinne wird er jetzt dort auch seinen Grasanbau vorantreiben. Als Wunsch hat er natürlich, ne, sein Grasanbau, das High Five, das ist die Sorte, die er selbst gekreuzt hat und von der er sich auch einiges verspricht, eventuell auch marktseitig. An den Wunsch an eine andere Figur hat er von dem guten Egon, so richtig Gartenarbeit zu lernen, weil er hat eigentlich zwei linke Hände, was alles Praktische und vor allem Gartenarbeit angeht. Und da sucht er immer noch so eine, ja, väterliche Figur, die ihm das richtig zeigen kann. Und da hat er in Egon einen echten Mentor gefunden. Genau, Egon, er ihm, ist vom Konzept her der Abtrünnige. Ich interpretiere das jetzt so, dass er eigentlich zur alten Garde des Schrebergartens gehört, hat die Parzelle seit 25 Jahren, kennt jeden Stein, jeden Grashalm auf seiner Parzelle, hat da jede Änderung mitgemacht, wobei so viele Änderungen gab es leider nicht. Das Regelwerk ist immer noch dasselbe wie aus den 70ern, wie wir festgestellt haben, oder sogar noch älter, glaube ich. Furchtbar, da muss also dringend neuer Wind rein. Und das Ding ist einfach so, dass das vielleicht auch so ein bisschen mit seiner Enkelin Sophie, die hat ihm da so ein bisschen die Augen geöffnet, dass das ja nicht immer so weitergehen kann. Nachher sterben die alle und dann passiert da gar nichts mehr. Dann ist der verwaist, der Schrebergarten. So, und das, man muss das für die jungen Menschen öffnen. Egon ist Antiquitätenhändler und kann so mehr oder weniger kaum was wegwerfen. Und eigentlich ist er eher Antiquitätensammler als Händler. Das heißt, er hat so eine Tendenz zu horten und hat halt super viel altes Zeug auf seiner Parzelle. Und vielleicht hat er ja auch ein bisschen die Gelegenheit, noch mehr Platz für sein altes Zeug zu kriegen, um seine alte Parzelle vielleicht auch ein bisschen zu entlasten, so, wenn jetzt die neue mit dazukommt. Er wünscht sich auf jeden Fall von Renate,
dass sie nicht so über die Stränge schlägt, ein bisschen die Füße stillhält. So, weil er weiß, dass sie da manchmal mit ihrem ungestümen Auftreten ein bisschen was kaputt macht. So, und das wäre super, wenn halt diesmal nicht. Wenn halt diesmal, genau. Genau. Das sind unsere Hauptfiguren. Wir haben aber auch noch Nebenfiguren. Und da haben wir so ein bisschen drauf geachtet, dass wir nicht Nebenfiguren bauen, die dann mit unserer Hauptfigur reden, damit wir so Selbstgespräche führen, sondern dass wir haben sozusagen so ein bisschen über den Tisch quasi besetzt und damit wir sozusagen mit allen dann auch einen Grund haben, in der Szene zu sein zum Beispiel. Deswegen spiele ich außerdem noch Marken mit Erinbrunum. Das ist der Geschäftspartner von Phil, der eben auch groß ins Hanfbusiness einsteigen will. Das ist auf jeden Fall. Sorry, ist auf jeden Fall der Geschäftsmann im Duo, liest Lifehack-Blogs und teilt immer gerne die 1A-Lifehacks, die er da gefunden hat und redet immer irgendwie in so einem Business-Jargon über Synergien und Kickoffs. Und da müssen wir nochmal mit dem strategischen, was weiß ich, ja, so. Und genau, den haben wir noch nicht gesehen in der Szene. Aber der ist halt im Hintergrund, wahrscheinlich war er sowieso wieder irgendwie busy und in irgendeinem Meeting und hatte jetzt auch noch gar keine Zeit, da sich wirklich die Hände schmutzig zu machen, weil er ist halt eher so der Mann für die Excel-Sheets und weniger der Mann für den Garten. So. Genau, das ist Martin. Martin im Garten. Genau. Wer schon aufgetreten ist das letzte Mal, ist meine Nebenfigur und zwar ist das Sophie. Das ist die Enkelin von Egon, die ihren Opi immer ganz gerne im Garten besucht, um ihm auch zur Hand zu gehen und vielleicht auch dabei zu unterstützen, mal ein bisschen aufzuräumen und mal sinnvolle Dinge zu tun. Denn eigentlich ist sie von dem Ganzen hier latent genervt. Ein typischer Teenager. Ja. Dann ist da noch Jürgen. Gesehen haben wir ihn auch schon. Ich bin gespannt, ob er euch aufgefallen ist. Denn Jürgen ist eher ein unauffälliger Mann, der Ex-Mann von Renate vor allem, der allerdings immer noch sehr an ihr und ihrer Beziehung hängt. Sie haben auch immer noch das gemeinsame Parzellenrecht dort und insofern hat Renate ihn noch nicht ganz aus ihrem Leben bekommen. Er ist auch zu jeder Schandtat bereit, um sie irgendwie zu unterstützen und sie auf ihrem Lebensweg zu halten. Ist dabei ihr stets zu Diensten, immer ziemlich kleinlaut und macht genau das, was sie macht oder was sie braucht. Und hat allerdings im Unterton auch gerne recht und weiß auch die Regeln alle ziemlich genau. Genau, und dann haben wir dann noch Erasmus. Erasmus ist Lokalpolitiker bei den Grünen und ist dieser Idee einer neuen Begegnungsstätte sehr aufgeschlossen und würde auch gerne Dinge tun, um das zu unterstützen. Er kann halt gut sabbeln, ist aber so mehr eine Luftnummer und völlig talentfrei, was so ziemlich alles angeht. Aber er scharwenzelt da manchmal so rum und aber wir haben ihn noch nicht gesehen bisher. Genau. Genau, das sind sozusagen unser Cast an Figuren. Wenn wir jetzt in einzelnen Szenen im Verlauf des Spiels merken, dass wir noch irgendwen anders dazu brauchen, dann erfinden wir die einfach spontan dazu und entscheiden, wer die spielt. Aber das ist sozusagen erstmal die Grundbesetzung, wo wir zuerst gucken, ob wir die sinnvoll unterbringen können in den Szenen. Und das mit den Szenen funktioniert wie folgt. Also wir haben heute noch zwei Herausforderungen, die wir spielen werden. Das heißt, die unsere Gemeinschaft bewältigen muss und will auf dem Weg zum Ziel. Und zu jeder Herausforderung gibt es dann vier Szenen, also wo jeweils eine unserer Hauptfiguren im Zentrum steht und die wir eben reihum aufsetzen und dann eben uns alles dazu ausdenken, was wir gerade brauchen für die Szene. Und dann spielen wir, um rauszufinden, was passiert. Und am Ende der Herausforderung gibt es eine Ziehung. Und da sehen wir dann auch den Spieltisch. Wie das funktioniert, erkläre ich dann, wenn es soweit ist. Und wir machen das Ganze sozusagen heute zweimal. Also einmal die Zwischenherausforderung, wo wir dann einmal gucken können, okay, wie hat das geklappt, hat das nicht geklappt? Haben wir jemanden verloren aus unserer Gemeinschaft? Wurde vielleicht sogar jemand verraten oder hat uns verraten? Und am Schluss, die Ziehung ist dann halt sozusagen für die gesamte Queste, wo wir dann sehen, wie das Ganze ausgegangen ist
und danach noch sozusagen kurze Epiloge für die Figuren erzählen, die noch da sind. Genau. Das ist unser Plan heute. Wie sieht's aus? Was ist unsere nächste Herausforderung? Also wir haben so ein bisschen uns intern schon ausgetauscht, dass es ja schön wäre, wenn wir nochmal so ein bisschen mehr diese Rivalität sozusagen ins Zentrum stellen, weil wir wollen ja jetzt hier nicht hauptsächlich, also Bianca will vielleicht, dass wir hier hauptsächlich die Begegnungsstätte aufbauen, aber wir sind ja hier für einen Revierkampf und dann wollen wir natürlich den Revierkampf auch nicht aus dem Blick verlieren. Und das heißt, wir müssen mal gucken, was wir jetzt tun können, um sozusagen diese Rivalität und das Umkämpftsein des Reviers nochmal ein bisschen in den Vordergrund zu stellen. Wer will denn die erste Herausforderung aussuchen? Und wenn ihr das tut, dann wisst ihr schon, dass eure Figur nicht die erste Figur in der Szene ist. Ach so. Ich weiß nicht, wir können ja erstmal sammeln. Also ich wäre für das Thema ein Geschäft, Machtzentrum, eine Einkommensquelle der Rivalen überfallen. Mhm. Ich könnte mir da vorstellen, dass wir nämlich das zentrale Element, was diese ganze Schrebergartengemeinschaft zusammengehalten hat, im alten Sinne, nämlich die Organisation des Sommerfestes kapern werden und daraus unsere ganz eigene Interpretation machen. Bisher ist das eine sehr spießige Angelegenheit, zu der schriftlich eingeladen wird und wo auch nur direkte, ne, so in die Richtung, ich will es jetzt noch nicht zu weit vorskizzieren, aber irgendwie so in die Richtung. Ja, ich würde jetzt einfach mal sagen, du hast das jetzt entschieden. Das hast du jetzt davon. Das ist jetzt unsere Herausforderung. Wenn jetzt nicht irgendjemand ein hartes Veto hat, weil wir haben natürlich auch wie sonst immer sämtliche Safety-Tools, also wir haben eine offene Tür, wir haben uns, da haben wir jetzt intern noch gar nicht so viel drüber gesprochen, aber wir haben in unserem Character Keeper auch eine Seite für Grenzen und Schleier und da gibt es ein paar Sachen, die wir ausgeschlossen haben und das wird natürlich nicht vorkommen, da können wir auch jederzeit neue Sachen hinzufügen. Aber wenn es jetzt nicht irgendwie aus gutem Grund ein Veto gibt, dann würde ich sagen, ist das jetzt einfach so und wir versuchen jetzt quasi das Sommerfest an uns zu reißen und schauen uns mal an, wie das ausgeht und gucken uns da dann die erste Szene an. Das heißt, ich notiere das unter Herausforderung. Ich sage jetzt einfach mal das Sommerfest kapern. Passt das für euch? Mhm. Oder passt das für dich, Frank? Und wollen halt sozusagen, wollen wir uns das zur Klarstellung, wollen wir sozusagen die Organisation übernehmen oder wollen wir sozusagen, das Sommerfest ist schon organisiert und wir gehen dahin und machen da was? Nee, ich würd's so vorschlagen, dass wir es übernehmen wollen, weil das bisher halt ein sehr eingeschworener Kreis ist. Es dürfen nur die Leute, die Schrebergarten-Mitglieder sind. Ja. Und dann jeweils noch zwei ausgewählte innere Freunde dazu eingeladen werden. Das muss man in eine Liste eintragen. Dann wird da vom Sommerkomitee dann die Briefe verschickt. Und alles ein sehr formeller und sehr genau durchgetakteter Vorgang, wo es auch Fristen gibt, die eingehalten werden müssen. Und das wollen wir natürlich gerne ändern, weil wir wollen hier ein großes Sommerfest in unserer Begegnungsstätte führen. Ja. Also wir wollen die Orga des Sommerfestes übernehmen. Sommerfestkomitee. Ja, gut. Dann darf Frank jetzt noch sagen, was schwierig ist daran. Also du hast es ja eigentlich schon formuliert, nämlich wir haben große Mengen Bürokratie oder möchtest du uns sozusagen noch ein anderes Problem geben, mit dem wir uns beschäftigen müssen? Also unsere Grundprobleme, das sollten wir noch vom letzten Mal zum dran erinnern. Wir sind halt überwiegend AußenseiterInnen und kennen das Revier nicht besonders gut, also bis auf Egon, der schon ein bisschen länger sozusagen im Schrebergarten aktiv ist. Und wir sind halt auch nicht so viele, also die anderen sind einfach mehr als wir. Und wir sind eben immer noch das kleine Pack und haben noch nicht unseren Einfluss geltend gemacht. Aber das wird sich jetzt ändern mit Sicherheit beim Sommerfest. Ja. Was macht es schwierig, Frank? Es gibt, Mathis meinst du? Es gibt eine ganz große Herausforderung, die genau genommen zwei Herausforderungen sind. Das ist das alte Ehepaar Schmidt, das seit 20 Jahren die Organisation dort übernimmt. Sie 78, er 74. Und die haben die Rollen genau aufgeteilt, wer macht was in dieser ganzen Organisation. Mhm. Die sind jetzt sogar schon seit 27 Jahren dabei, also sogar noch ein bisschen länger als Egon
Und dementsprechend wissen Sie genau, wie das passieren muss. Das steht zwar vermutlich in keiner Statute, aber genau so machen Sie das seit jetzt 17 Jahren. Das hat sich als die beste Art und Weise dort etabliert. Und ja, da die Leute zu überzeugen und auch aufzustehen sozusagen gegen Ehepaar Schmidt, da mal etwas zu ändern, das ist die größte Herausforderung. Ja, also das Ehepaar Schmidt hat alles unter Kontrolle, ist sozusagen unsere extra Schwierigkeit bei dieser Herausforderung. Cool, dann darfst du noch entscheiden, welche von unseren anderen drei Hauptfiguren zuerst im Zentrum steht, und damit entscheidest du auch, wer die erste Szene aufsetzt. Und danach machen wir das mit den Szenen sozusagen entweder in der Reihenfolge von Character Keeper, außer wir haben, es bietet sich jetzt gerade vom Erzählen anders an, dann können wir auch rumspringen, solange wir halt alle mal drankommen. Ja, okay. Ich würde sagen. Und es darf nicht viel sein, ansonsten darfst du uns, du darfst Renate wählen, du darfst Bianca wählen oder Egon. Ich würde da Bianca wählen, als die Harmoniesüchtige kann sie da sicherlich als erstes den besten Aufschlag machen, und zwar so ein bisschen den Weg zu ebnen bei den Eheleuten Schmidt. Cool. Dann darf Cassandra sagen, was du darfst die Szene aufsetzen. Du sagst uns, ich sage das jetzt auch nochmal für den Chat, also zum Szene aufsetzen gehört uns zu sagen, also du darfst entscheiden, wer ist außer Bianca in der Szene. Im Zweifelsfall auch klar zu machen, wer spielt jetzt wen. Und zu sagen, wo seid ihr? Und was machen die Figuren gerade? Und dann spielen wir, und es ist auch dein Job zu sagen, wann die Szene vorbei ist. Mhm. Haben wir das Datum für das Sommerfest denn schon? Also, normalerweise, was heißt normalerweise? Also eigentlich ist es immer am 17.8. Aber das ist natürlich nur der Plan von Familie Schmidt bisher. Ne? Mhm. Und jetzt Anfang Sommer würde ich denken, so vielleicht einen Monat, im Juni, so vielleicht 2 Monate vorher oder sowas, denke ich mal. Also die Briefe sind noch nicht verschickt, wäre mein Aufschlagspunkt. Okay, dann folgende Szene. Ich hätte gerne Renate dabei, denn ich benötige ihren Tatendrang und würde eigentlich. Wobei, ich meine, Jürgen ist ja vermutlich, schlurft Jürgen da auch irgendwo rum. Jürgen ist fast überall da, wo Renate ist. Ja, okay, Jürgen und Renate. Und zwar ist es folgende Szene. Wir starten in eurer Parzelle. Und es ist so, dass das Glöckchen klingelt an eurem Gartentor und Bianca, so wie sie da immer steht, mit ihrer Gitarre um den Hals, mit bunten Bändern in den Haaren und Schmuck, der auch klirrt und klimpert, wenn sie barfuß und ihrem langen Rock auf eure Parzelle tritt. Ja, die auch schon fröhlich reinruft, aber auch so ein Stapel an Flyern in der Hand hält und damit wedelt. Sagt, Renate! Ich rufe total laut, aber macht dann sofort ein verschwörerisches Psst. Bianca, komm doch rein. Ich habe hier gerade hinten ein neues Projekt angefangen. Ich mache jetzt Kompost. Wundervoll! Ich komme zu dir rüber geschwebt. Mit den 2 Büchern, die ich dir eigentlich noch vorbeibringen wollte, das können wir dann ja auch später nochmal regeln, ob du sie behalten willst. Ich nehme sie einfach nochmal mit und dann vielleicht bringe ich sie dir dann das nächste Mal einfach nochmal vorbei. Ja, Jürgen, nimm das bitte mit. Ich habe hier so viele angefangene Sachen, dass... Klar, verstehe ich. Du, verstehe ich total. Kein Problem. Gerne. Hallo, Bianca. Jürgen, ich komme auf dich zu. Küsschen links, Küsschen rechts. Wie schön, dass du da bist. Renate, du hast einfach so ein Glück, dass er da ist. Renate guckt skeptisch und fühlt sich nicht besonders glücklich, weil sie hat sich ja auch nicht umsonst von Jürgen scheiden lassen. Jürgen lächelt wie ein Honigkuchenpferd. Es ist immer so schön, euch beide zu sehen zusammen. Das ist so, mein Herz. Wundervoll. Und ich habe euch beide an den Unterarmen. Du willst wirklich schon gehen, Jürgen? Nee, sag doch mal, was hattest du denn noch, was hattest du denn gerade vor? Ich hatte gerade nichts weiter zu tun. Wundervoll, denn wir sind ja hier unter uns und wegen des Sommerfestes. Ich habe mir was überlegt und das ist so, ich weiß nicht, alleine der Gedanke daran macht mich schon so super nervös, aber
Ich habe überlegt und ich halte so Flyer hoch. Die sind ganz bunt mit Sonnenblumen drauf und einer Sonne und so einer Wimpelkette. Ich habe extra Flyer gedruckt und ich dachte, wir laden einfach ein zu diesem Datum. Und wir werfen sie und wirbeln sie hier in die Luft und jeder, der es fängt, der kann kommen. Das ist so ein... Ich fühle einfach, das ist das, um die Gemeinschaft zusammenzubringen. Unabhängig davon, ob sie jetzt eingeladen sind oder nicht. Wer etwas fängt aus der Luft, der kann kommen. Wie findet ihr das? Ich finde das super. Du hast ja direkt, du weißt ja, ich mag das immer gleich, ne, wenn man so mit Tatkraft voran und gleich mal so die Dinge umsetzen. Ich drücke das auch in die Hand. Reden. Deswegen dachte ich auch, machst du das. Ja, also ich weiß, ich würde die jetzt nicht einfach in die Luft werfen, weil dann liegen sie halt einfach auf dem Boden. Aber vielleicht können wir einfach die so allen über den Zaun werfen. Oh, wundervoll. Direkt auch noch. Ja, so eine schöne Idee. Das machen wir. Aber Renato, du weißt schon, dass das Ehepaar Schmidt da den 17. August, wie die letzten Jahre, sich auch vorgestellt hat. Die sind sicherlich schon dabei. Du weißt, wir haben uns jetzt bereits auf die Einladungsliste geeinigt. Also das könnte schon schwierig werden, das jetzt nochmal, verstehst du, das ist so ein bisschen, ich fühle da so eine Spannung aufsteigen. Ja, aber die können uns doch nicht verbieten, dass wir jetzt hier auf der Parzelle hier, guck mal, da ist doch auch sonst gar nichts. Wer ist denn hier außer uns auf dieser, der ist doch jetzt frei geworden. Wir haben die doch letztes freigeräumt und dann können wir doch das doch jetzt feiern. Und ich meine, die Leute können doch selber entscheiden, auf welches Fest sie gehen wollen. Ganz genau. Dann lasse ich mir doch von den Schmidtgens, bis die irgendwas entschieden haben, da bin ich doch dreimal in Rente und habe immer noch kein Fest gefeiert. Du hast so recht und deswegen bin ich hier, denn auch, Jürgen, ich spüre diese Spannung auch und ich weiß ganz genau, dass dir das sehr stressen wird, aber wenn wir das einfach tun, wir tun es. Ja. Ich umarme euch beide. Wir tun das jetzt. Ja, weißt du, Jürgen, sage ich nochmal, Jürgen, das ist einfach dein Problem. Du bist einfach nicht entscheidungsfreudig genug. Du wartest immer darauf, dass irgendjemand anders und jetzt kommt jemand anders und sagt dir, was wir tun. Und dann tust du es immer noch nicht. Also wenn das mit allen abgestimmt ist, dann mache ich ja schon relativ viel. Also guck dir hier rechts die Stiefmütterchen an. Die habe ich ja auch nochmal alle eingepflanzt. Du hattest jetzt die zwei Paletten gekauft. Werden jetzt fast vertrocknet, habe ich jetzt schon alle nochmal eingepflanzt. Also ja, sieht doch auch gut aus. Hast du doch gemerkt, dass das gemacht werden muss. Ja, das stimmt natürlich. Ja, gut. Ja, muss man, ja gut, das stimmt schon, das hast du gemacht, da hast du recht. Aber okay, aber wenn du sagst, okay, wir müssen auch einfach mal auf etwas Neues sein. Ja, und das ist so schön, immer wieder zu sehen, dass ihr euch wieder aneinander annähert. Auch wenn. Deswegen komm, Jürgen, wir machen das jetzt. Wir gehen jetzt zusammen. Und wir reichen diese Flyer einfach rüber über den Zaun, sprechen mit allen Leuten und dann laden wir einfach ein. Wundervoll. Ja. Wie schön. Und ich nehme euch beide, verschränke eure Hände auch so und gehe mit euch dann. Jürgen macht ganz enthusiastisch mit. Ja. Und dann sieht man noch, man sieht dann noch die drei, wie wir dann an jedem Gartenzaun stehen bleiben und Bianca von hinten dann aber nochmal, damit sie ein bisschen Flyer werfen kann, die durch die Luft segeln. Und alle eingeladen werden. Super. Sie bekommen. Super. Ja, damit ist die Szene zu Ende. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Cool. Dann darf als nächstes Phil eine Szene aufsetzen. Auch immer noch zum Thema, wir wollen die Orga des Sommerfests übernehmen. Und wir gucken uns an, wie Phil da angeht. Und du entscheidest, wie gesagt, wie vorher, wer da ist, wo wir sind und was wir machen. Ja. Lass mich mal kurz gucken, wen haben wir denn also alles mit dabei? Du kannst also das nochmal so generell, du kannst auch unproduktiv sein und dich bei jemandem darüber beschweren, dass die anderen die falsche Herangehensweise wählen oder irgendwas anderes tun. Also du musst nicht nur weil wir das jetzt beschlossen haben, dass das unsere Herausforderung ist, heißt das nicht, dass alle Figuren das auch so sehen müssen. Ja, Biancas eigentliche Quest ist auch, Jürgen und Renate wieder zusammenzubringen. Ja, wäre ich nie drauf gekommen. wen haben wir da noch dabei?
Wir sind in einem Großkundensupermarkt, Riesenteil. Phil ist zusammen mit Erasmus einkaufen und Martin haben wir, nee, Martin passt da nicht so rein. Renate passt da sehr gut rein und Renate einkaufen. Und zwar hat sich hat Phil seinen alten Kombi geschnappt, hat euch beide dort eingeladen und hat gesagt, hier, wir müssen mal losfahren in den Supermarkt. Und ja, so sehr viel mehr hatte ich da noch gar nicht erzählt. Es geht aber darum, dass er jetzt direkt halt einkaufen will für dieses große Sommerfest bereits. Mhm. Und ja, braucht er einfach noch Helfer, mit denen er dann dort losgeht. Und ich weiß noch nicht, wie weit ihr da schon mit drin seid. Okay, Renate hat es ja schon mitbekommen. Erasmus wird jetzt wahrscheinlich erst Feuer fangen, aber ja, wir steigen ein. Phil hat jedem von euch zwei von diesen Großeinkaufswagen gegeben und wir schieben so nebeneinander durch die großen Gänge des Supermarktes unsere Einkaufswagen und ja, laden dort jetzt quasi in größeren Mengen auf. Ja, Phil steht neben Erasmus. Erasmus, kannst du da noch mal, was wollen wir nehmen? Ich würde sagen 25 oder direkt 50 Kilo Burger-Buletten. Also wir wollen ja da schon ein bisschen mehr machen, oder? Also Phil, ich weiß ja nicht, ob du dich darüber schon mal informiert hast, aber Rindfleisch ist nicht gut für unseren CO2-Abdruck. Ja, bringt schon Spaß, ne? Ja, aber nicht mehr lange, Phil. Okay, dann tu mir doch einen Gefallen. Da hinten sind die Salatköpfe. Vielleicht kannst du da einfach mal, kannst du mal zwei Kisten von den Salatköpfen holen, ja? Erasmus rattert seinen Katalog an unguten Dingen im Kopf ab und sagt, ja, ich schätze, Salat ist gut. Okay, danke, Erasmus, danke. Einkaufswagen durch den Supermarkt. Du schiebst voran und Phil räumt auf seinen Einkaufswagen dann die 50 Kilo Bulettenfleisch. Renate, was brauchen wir sonst noch? Ja, was nimmst du gerne auf den Burger? Was ist mit Getränken? Ja, also Getränke brauche ich. Ich war jetzt bei Deko. Ich habe mir das so gedacht, weißt du, die Bianca hatte doch auf dem Flyer diese Wimpelketten. Jetzt habe ich gedacht, wenn wir alles einfach schön dekorieren und kommt also wahrscheinlich auch schon aus so einem Gang raus mit irgendwie allen möglichen Deko-Schnickschnack natürlich irgendwie alles in Plastik verpackt und einmal wegschmeiß Plastikwimpel in Plastiktüten und irgendwelches billiges Zeug und hat jetzt noch irgendwie, glaube ich, noch Plastik-Sonnenblumen gefunden irgendwo und fährt jetzt also wieder an und sagt, hier, guck mal, ich habe schon mal Sachen rausgesucht. Aber auf Burger, also Ketchup nehme ich auf meinen Burger, aber okay. Und ansonsten weiß ja, ich nehme gerne mal so ein, wie heißt das, dieses Bier, was ich gerne mag? Ach, wenn man Jürgen einmal braucht, dann ist er nicht da. Naja. Von hinten kommt so eine Stimme. Ich sag's dir gleich. Sag mal, Renate. Ja. Er dreht sich um und da steht Erasmus und hat den ganzen Einkaufswagen voll mit Salatköpfen und Kohlrabi und so Rucola abgebunden, natürlich ohne Plastikverpackung und so. Und Renate, wie groß ist unser Budget? Ach so. Bio-Gemüse ist recht teuer. Phil, was ist mit dem Budget? Du hast doch das sicher kalkuliert. Ja, nehmen wir erstmal auf Rechnung. Okay, und Renate? So ein Seitenblick auf Renates Einkaufswagen. Du weißt, dass das nachher alles Mikroplastikpartikel sind, die in den Bäuchen von Fischen gefunden werden, ja? Fische? Wie kommen denn die Fische, wie kommt das denn von unserem Garten in die Fische? Ich habe das im Landtag gesehen. Wir sammeln den Müll und dann verkaufen wir den nach Asien.
Und da wird der entweder zu T-Shirts verarbeitet oder verbrannt. Und wenn dann im Meer so ein Container mit Müll vom Schiff fällt, wegen schwerem Seegang, dann ist das alles Plastikmüll, der im Meer versinkt und der wird nicht abgebaut, Renate. Der ist immer da. Das klingt ja. Ja, also Renate hat sich da vorher noch nie drüber Gedanken gemacht und ist jetzt aber irgendwie so ganz betroffen, weil sie irgendwie denkt, ja, nee, also ich will ja Was jetzt nur? keine Fische umbringen, also außer, ja, naja, außer jetzt vielleicht für einen leckeren Fischburger. Aber da will ich dann ja auch keine, ich will ja den Plastik nicht essen, dafür schmeiße ich es ja weg, damit ich es nicht, ja, warte. Aber womit dekorieren wir denn dann? Vielleicht mit echten Pflanzen. Habt ihr nicht Sonnenblumen? Du bist doch von der Sonnenblumenpartei, oder nicht? Das stimmt. Wir könnten das hervorragend als wir könnten die Begegnungsstätte oder das Event könnten wir für ein bisschen Wahlkampf missbrauchen. Ich könnte Ja, ich habe euch die Sonnenblumenflyer. letzten 12 Jahre gewählt. Ich meine, das ehrt euch Schrebergartenmenschen ja auch. Also ich könnte euch natürlich ganz viele, ich meine, da steht jetzt zufällig Bündnis 90 Grüne drauf, ja, aber ansonsten sind das ja einfach nur runde Pins mit Sonnenblumen drauf. Das könnte auch stellvertretend für Sommerfest Das stehen. Ich sage nur, legalize it. ist das jetzt weniger? Also wisst ihr, was ich eine gute Idee fände, wenn wir jetzt zum Beispiel Salatblätter auffädeln? Das ist doch auch wie Wimpel. Man Oder könnte die auch schön im Kreis ich habe das mal anordnen. gesehen, das hatte mir Sophie mal im Internet gezeigt. Kennt ihr das, wenn man so Saatgutbällchen macht und die dann einfach so Ich rüberwirft? Das wäre doch auch gehe mal schön. Bier holen. Ich gehe mal das Bier holen. Renate, Also was hältst du Renate hat schon davon? wieder 25 Ideen, was man jetzt ökologisch machen kann. Erasmus geht voll drauf ab. Wir könnten Salatblätter im Kreis anordnen und dann so eine Scheibe Honigmelone in die Mitte machen. Das ist dann wie eine Sonnenblume, nur dass die innen gelb ist und außen grün. Finde ich gut. Finde ich gut. Das gefällt bestimmt auch Bianca. Die hat doch auch so ein Auge fürs Ich bin Künstlerische. dafür, wir machen einen Kreativworkshop vorher. Super. Vielleicht können wir auch. Ja, ich finde das gut. Ich finde das gut. Ich bin dabei. Ich klatsche. Ja. High five. So, Haben ich wir glaube, Wahl? Renate lässt dann einfach den Wagen mit dem ganzen Dekogramm, schiebt sie so in so einen Gang und nimmt dann einfach den Wagen mit den Salatköpfen, als wäre das ihre Idee gewesen. Und sagt, ja, okay, dann brauchen wir jetzt aber noch ein paar Melonen. Ich hole mir Lohn. Ja. Auf jeden Fall viel, viel. Wir wollen 200 bis 300 Leute wollen wir da haben, glaube ich, ne? Die letzten Male waren es wohl irgendwie nur 50 oder sowas. Also Ich ich hab mal bei mir in der Community nachgefragt. Also da wollen schon einige kommen, haben sie mir geschrieben. Aber, also jetzt mal ernsthaft, Phil, das muss doch schon auch bezahlt werden. Ja, ich hab so eine Großkundenkarte und da kann man dann immer den Rechnungsempfänger angeben und du weißt doch die Adresse von dem Schrebergartenverein, oder? Ich meine, wir machen das ja fürs Team. Was denn mit dieser Familie Schmidt? Ich habe gehört, die Du sind auch bist für ja, zuständig. du bist mir ja so richtig so ein. Ich bin Politiker. Hör mal kurz weg. Phil, Phil. Wir machen das. Wir machen das. Das finde ich gut. Ja, ist Und doch. wie die dann gucken werden, wenn die die Rechnung kriegen. Und dann haben wir schon alles aufgegessen und dann können sie gar nichts mehr machen. Finde Ist ich gut, finde ja ich für gut. die Gemeinschaft. Also, da werden die sich schon drüber freuen. Ja, Also ich und wollte denen so. das schon immer mal zeigen. So schieben wir dann zusammen. Nachher werden es wahrscheinlich eher 4 Wagen. Wir müssen noch ein weiteres Mal reingehen, weil wir wirklich für 300 Leute einkaufen. Wein. Sekt und Prosecco sind auch irgendwie noch aus einer Schnapslaune mit auf die Einkaufsliste gekommen und Burger. Und aus irgendeinem Grund hat Phil gesagt, wir brauchen auch noch 25 Pakete Snickers für den Hunger danach. Keine Ahnung, was er damit meint. Erasmus besteht auf einer Kiste Holunderbionade. Ja. Phil weiß ja, die Gemeinschaft bezahlt und das ist ja auch in unser aller Sinne und ja. Damit stopfen wir den Kombi zweimal voll und können damit die Szene abschließen. Super. Was kann schiefgehen? Das wird ein tolles Sommerfest. So, ich notiere Salatketten.
Sonnenblumen, Melonenburger oder so ähnlich. Und Rechnung an die Schmitz. An wen geht die Richtung? Haben wir die Schmitz? Gehen die an die Schmitz oder geht es an die Schrödingers, die da, wo wir die Satzung geklaut haben? Muss doch die Schmitz organisieren, noch das Sommerfest, oder? Ja, genau. Es ist hier ein Kleingartenverein und dann zu Händen Ehepaar Schmitz. Ja, sehr gut. Sehr gut. Betrefft Sommerfest, dann fällt es nicht auf den ersten Blick auf. Genau. Super. Sehr schön. Sehr schön. Ich freue mich schon auf die Deko. Super. Gut, dann ist Egon dran, sich ins Zentrum des Geschehens zu setzen. Das heißt, Manni, du darfst eine Szene aufsetzen mit Egon im Zentrum und auch wieder entscheiden, wer noch da ist. Und wie gehabt, wo sind wir, was machen wir, wer ist noch dabei? Was warte, tut Egon? Kurz, kurz grübeln. Egon hat ja von dem Ganzen jetzt noch gar nichts mitbekommen. Von den Plänen mit den Flyern. Doch das mit den Flyern hat er sicherlich mitgekriegt, weil er ja auch danach durch den Schrebergarten gegangen ist. Ich würde sagen, die Szene findet statt in Egons Parzelle. Sophie ist dabei. Und ich würde sagen, Jürgen. Und Egon hat auf dem Weg zur Parzelle, der war auch kurz einkaufen, hat sich neues Werkzeug geholt, weil seine Heckenschere jetzt endgültig den Geist aufgegeben hat, nachdem er sie 5-mal geflickt hat. Und der Rhododendron muss geschnitten werden und das ist, kann man nicht aufschieben. Und er hat Jürgen dazu verdonnert, in der Zwischenzeit den Rasen zu mähen. So, weil er das ansonsten nicht alles schafft. Und auf dem Rückweg hat er die ganzen Flyer alle eingesammelt, die irgendwo rumlagen auf dem Weg. Ein paar hat er aus der Hecke gezupft. Ein paar lagen quasi einfach so über den Zaun geworfen und so. Und er ist da also halb rüber und hat die da rausgepickt und hat halt so einen Stapel Flyer, den er da irgendwie so bei sich in die Parzelle balanciert. Ja, und er sagt dann, ist ja unglaublich, was Bianca da angestellt hat. So, und haut dann diesen Stapel Flyer neben Sophie auf die Bank, die wahrscheinlich... Da sitzt und in ihr Smartphone guckt und als du daneben das darauf knallst, nur mal kurz hochguckt und dann wieder aufs Smartphone. Sophie, nur leg doch mal dein mobiles Endgerät da weg jetzt. Hör mir doch mal zu. Dreh es nur so um und guck dich dann an. Guck dir das mal an. Nimm den Flyer. Da sind ja voll viele Rechtschreibfehler drauf. Oh echt? Das ist mir gar nicht aufgefallen. Also, das Problem ist doch, dass das, was die da gemacht hat, gegen Paragraph 84b der Kleingartenverordnung verstößt, nämlich das Müllabladen in Parzellen oder das Verbreiten von Müll. Das ist ganz klar zurückzuverfolgen. Wenn die möchte, dass wir hier, Jürgen, wenn die hier möchte, dass wir die Leute auf unsere Seite ziehen, dann kann sie doch nicht hier den Müll verbreiten. Ja, es war eigentlich Biancas Idee, muss ich jetzt gestehen. Ich war am Anfang auch skeptisch, aber Renate meinte, das ist besser so. Das Papier ist sowieso voll lame, echt. Das reicht doch ein QR-Code. Was? Machst du das? Oh Mann, Obi, ich habe dir das schon so oft gezeigt, wie du das machst mit dem Scan. Und dann stehen da alle Informationen im Smartphone. Dann brauchst du kein Papier mehr, kein Müll. Das ist total grün. Also, der Punkt an dieser Sache ist, wir müssen jetzt losgehen und wir müssen diese ganzen Flyer wieder einsammeln. Ich bin ja nur vom Parkplatz jetzt hierher gelaufen und alleine da habe ich schon 124 Flyer eingesammelt. Aber das würde Renate jetzt auch nicht so gut finden, glaube ich. Sie hatte ja gesagt, wir wollen das gerne machen. Also Bianca meinte, die sollen ja auch so fliegen und deshalb waren wir da
war sie da vor allem so ein bisschen enthusiastisch beim Verteilen, aber warum soll die also denn mein, fliegen? Musste Bianca fragen, ich habe das nicht ganz verstanden, warum sie sagte, die müssen fliegen, aber jedenfalls sollten die fliegen und deshalb haben wir die so rübergeworfen, sollte ich. Ich wollte sie ja in den Briefkasten tun und wenn man sie direkt in den Briefkasten tut, dann ist es ja das ist Post gemäß und keine, des Postverteilungsgesetzes keine, eigentlich ja. Ordnungsgemäß verteilt und dann geht die Entsorgungspflicht an den Empfänger über. Naja, aber das ist schon richtig, Jürgen, da hast du vollkommen recht, aber das Zeug hier einfach durch die Gegend schmeißen, das ist halt einfach Müll, so wie das mit Flyern ist. Und wir sind hier nicht in der Studentenbewegung von 1969 und wir sind hier nicht am Brandenburger Tor, ja? Wir laufen hier im Kleingärtnerverein umher und dann nimmt man sowas und geht an den Zaun und spricht mit den Leuten und fragt, ob sie interessiert sind. Und dann drückt man denen den Zettel in die Hand, ja? Weil wenn man das hier so verteilt, dann ist das Müll. Und dann zieht man die Leute vom Kleingärtnerverein garantiert nicht auf seine Seite. Dann sind die sauer auf einen und dann gehen die zu den anderen. Dann sind das alles Schrödingers Freunde. Zur Familie Schmidt gehen sie dann. Ich wollte das sagen, aber Renate hat gesagt, ich soll mehr das tun, was ich eigentlich machen will und deshalb habe ich das nicht gemacht. Aber vielleicht, wenn wir das einfach dann doch in den Briefkasten tun, dann jeweils, dann wäre es ja. Also rein gesetzlich wäre das dann ja verteilt. Opi, soll ich das machen? Du hast doch immer so eine schlimme Hüfte. Ich muss den Rhododendron schneiden, der ist da krank an den Blüten. Also, wenn du aufpasst, wo ist denn dieser Phil? Der will doch was von mir lernen. Den könnte ich jetzt beibringen, wie man Rhododendron richtig schneidet. Ich kann ja, pass auf, ich nehme den Stapel. Ich gehe mal hier rum. Ich wollte eh noch ein bisschen telefonieren. Dann hört ihr meine Privatgespräche nicht mehr. Ich gehe ein bisschen rum und sammle ein und dann packe ich das, wie Jürgen gesagt hat, da in die Briefkästen. Okay. Sophiechen, nimm dir mal vorne da aus der Gartenhütte, nimm dir mal so einen Müllpicker. Ja. Nicht, dass du dich mit irgendwas infizierst. Aber Sophie, das muss schon wirklich in den Briefschlitz rein. Es reicht nicht so halb reingesteckt. Also da hatten wir mal eine Diskussion bei uns auf dem Amt. Das zählt da nicht wirklich als zugestellt. Also ich kann dir das auch nochmal zeigen, wenn du willst, dann nur um sicher zu gehen. Ja, sie ist schon auf dem Weg zu dem Picker. Wichtig ist, dass sie nicht als Müll eingestuft werden. Ja. Und sie macht sich so ein AirPod ins Ohr und wählt eine Nummer, während sie das Ding hinter sich her schleift. Und ich sage dann so, und Jürgen, jetzt ist der Film nicht da, jetzt zeige ich dir, wie man Rhododendron richtig schneidet. Aber Okay. Gut, Egon. So, mein Junge. So, jetzt nimm mal da die neue Schere. So, pass auf. Und jetzt zeige ich dir, die hatte ich dir doch geliehen, oder nicht? Nein, die habe ich gerade neu gekauft. Sonst hätte ich den ganzen Müll nicht gefunden. Ach, die Heckenschere da drüben. Ja, na klar. Mhm. So, pass mal auf. So, hier. Und dann zeige ich ihm genau, wo er ansetzen muss. Knapp unter der Blüte. Und wie sehen denn eigentlich eure Fensterläden aus? Die müssen lackiert werden, bevor der Winter kommt. Das letzte Mal, als ich das gesehen habe, war da schon ordentlich Lack abgeblättert. Ja, OP, hörst du noch, als gerade das Quietschen vom Tor, es ist erst August. Das muss man rechtzeitig machen. Nachher wird die Zeit knapp und dann reicht das nicht mehr. Sag ich Renate seit 6 Jahren und seit einem Jahr sagt sie, ich soll ihr das nicht mehr sagen, weil das jetzt ihre Fenster sind. Ihr habt geteiltes Fensterrecht, mein Lieber. Ach so, das muss ich ihr nochmal sagen. Das ist gut zu wissen. Geteiltes Parzellenrecht, geteiltes Fensterrecht. Und ja auch Pflicht. Absolut. Wenn ihr ein Loch im Dach habt, dann bist du genauso dafür verantwortlich, das zu stopfen wie Renate. Und sie muss dann ja auch ein bisschen das machen, was ich ihr dann gesagt habe, wenn das richtig ist, wie ich das machen würde. Dann, ja, das ist schon wieder so eine andere Sache. So. Naja, okay. man hört so, wie ich ihn mit Ratschlägen und Anweisungen bombardiere und dann fadet der Ton langsam aus. Und man ist sich nicht sicher, ob Sophie tut, was sie tun soll oder ob das einfach nur in irgendeinem Mülleimer auf dem Weg landet und sie da sitzt und zu Ende telefoniert. Ja, und ja. Damit endet die Szene. Ja, sehr schön. Dann ist Renate noch dran und darf eine Szene aufsetzen. Mit wem will ich denn meine Szene haben?
Ich, beziehungsweise was will Renate machen? Also ich glaube, ich würde total gerne sehen, wie sozusagen jetzt quasi das Sommerfest schon ist. Warte mal, das hier kurz überlegen. Da wäre klar, dass ich wieder mich nicht entscheiden kann für irgendwas. So. Ich glaube, Renate macht jetzt die Dekoration in dem Garten. Und wir machen das ja auf unserer Parzelle, die wir uns ja, also ist ja unsere, ist ja klar, dass es unsere ist. Und wer würde mit mir Deko basteln? Bianca vielleicht? Bianca, ne? Ja. Vielleicht Ja. muss die Parzelle auch noch ein bisschen zurechtgestutzt werden, Ja. weil die ja jetzt ja schon eine Weile leer steht, wahrscheinlich, wenn der vorherige Besitzer verstorben ist. Ja, das stimmt. Das stimmt. Dann lasst uns doch einfach sagen, Renate und Bianca, da ist sozusagen die Kamera drauf und wahrscheinlich sind aber trotzdem, ich weiß nicht, ob Egon und Phil oder Egon und Jürgen da und würde euch sozusagen, dass ihr eher so im Hintergrund seid und wir euch bei Bedarf ins Gespräch einbeziehen können. Und Ja. ansonsten seid ihr halt einfach quasi im Hintergrund im Bild. Ich würde sagen, wir sind immer mit den lauten Power-Tools dabei, mit so einer lauten Ja, Heckenschere. Und ihr müsst euch sehr mal anschreien. gut. Sehr gut, sehr gut. Genau. Rasenmäher, Genau. Heckenschere, Genau. Rasentrimmer. So. Genau. Also Renate hat schon mal angefangen mit so einem Stück Bindfaden und irgendwie wahrscheinlich irgend so einer großen Stopfnadel irgendwie zu versuchen, so Salatblätter aufzufädeln und hat nach ungefähr 5 Salatblättern eigentlich so ein bisschen Lust verloren, weil man muss das total langsam machen, weil sonst reißen die Salatblätter und hat jetzt irgendwie und hat jetzt angefangen, das nächste zu machen. Und ist jetzt dabei, sozusagen diese Blätter einfach so abzumachen und die so auf den Tisch zu legen und dann immer so eine Melonenscheibe in die Mitte. So. Und Bianca, sag mal, willst du das vielleicht machen mit den Salatblättern, die aufzufädeln? Na Ich habe da klar, nicht die Geduld für. na klar, das kann ich machen. Das war so eine tolle Idee von euch, das so zu schmücken. Gefällt mir richtig, richtig gut. Oh, ich bin so gespannt. Ich Ja. hoffe, es werden so, so viele Leute kommen, während ich dann da schon anfange zu fädeln. Weißt du, das habe ich gar nicht gedacht. Das war dieser Erasmus, ne? Ich dachte ja, der labert halt rum, aber mich hat das wirklich überzeugt. Und Na, Politiker. wusstest du das mit dem Mikroplastik? Ja, furchtbar. Ja, und nur deswegen haben wir jetzt, ich meine, aber das ist doch auch 1A Werbung für unsere Parzelle, dass wir jetzt hier mit dem, was sozusagen auf der Parzelle hätte wachsen können, Oh ja. theoretisch, die Deko machen. Und dann kommt es hinterher auf meinen Kompost. Gemeinschaftlich nachhaltig. Das ist wunderschön. Ne, habe ich auch gedacht. Was jetzt ein bisschen doof ist, ich habe da jetzt, ist jetzt das natürlich, wie machen wir das? Jetzt haben wir halt Wespen an, weißt du, wenn ich jetzt diese Melonenscheiben dahin lege, ist ja auch warm heute. Meinst Oh, du? ich hol ein paar von meinen Kerzen. Ich stelle immer Kerzen und Räucherwerk auf und dann das vertreibt die Wespen. Und nur die friedlichen Tiere kommen. Ich bin gleich wieder da. Ich renne mit wehenden, flatternden Röcken und Haaren los und komme wieder mit Räucherstäbchen. Oh, meinst du, Ich dann kommen. habe da auch noch was euch helfen könnte. Phil schiebt sich zwischen euch an den Tisch und tut euch so eine große Plastiktüte mit Kräutern drin auf den Tisch. Das ist so hier insgesamt. Also ich dachte, ne, können die Leute auch schon mal so ein bisschen so riechen, unseren Spirit und so weiter. Wenn ihr das da so ein bisschen einflechtet, kannst du auch gerne damit in deine Räucherschalen tun, Bianca. Gute Dann Idee. Haben wir hier gleich einfach einen ganz anderen Spirit. So, wisst ihr? Ich hab extra gesagt zu Martin, nee. Das müssen wir investieren. Die Leute sollen ja auch hier mit dem richtigen Spirit dabei sein. Ne? Und ich könnte das so ein bisschen rumflechten. Ich habe extra die Pflanzen ganz gelassen jetzt hier. Also könnte man jetzt auch nicht komplett rauchen, aber es geht ja auch um die Optik so ein bisschen.
Und wenn du einfach die Blüten so ein bisschen mit in die Kräuterschalen mit reintust, dann haben wir hier eine super Atmosphäre. Ein friedvolles Miteinander. Das ist wundervoll. Das mache ich. Und ich zerbrösel das schon so ein bisschen. Renate. Pass auf, Renate, nimm mal eine Nase. Und ich halte ja so die. Das reinigt auch von innen. Das ganze Negative kommt raus. Also, ich bin überhaupt nicht negativ. Klingt schon wie Jürgen. Ich weiß, du möchtest das nicht hören, aber er hat ganz oft auch recht, Renate. Also ganz oft würde ich jetzt nicht sagen. Ich meine, er liegt natürlich auch nicht immer falsch, aber das ist halt wie mit den Affen und der Schreibmaschine. Der schreibt, der hat auch irgendwann ein gutes Rollenspiel. Aber weißt du, Renate, das Wichtigste, und ich schiebe, ich nehme so das wieder von dir weg und stelle das, guck dich so ganz ernst an. Weißt du, das Wichtigste war, dass er dich wirklich geliebt hat. Man hört so eine Stimme von hinten, sag mal, kifft hier einer? Und Egon kommt mit einer Schubkarre voll grünem Zeug vorbei. Ich wedel so das so ein bisschen zu dir rüber. Egon, sag mal, du findest doch auch nicht, dass Jürgen immer recht hat, oder? Um Gottes Willen. Auf gar keinen Fall. Ja, siehst du? Also, ich meine. Recht, Unrecht, das ist alles so eine Frage der Perspektive. Und meine Perspektive sagst, ist, Renate, dass er Unrecht hat. Wo du es gerade sagst, Renate, ich habe deinem Parzellenpartner eben schon gesagt, eure Fensterläden, die brauchen einen neuen Anstrich vor dem Winter. Ja. Ja, und das ist wieder das, wo er dann recht hat. Dann kommt er zu mir und sagt, das muss gestrichen werden. Und dann sage ich, ja, Jürgen, kannst du machen. Deswegen habe ich dir das doch gesagt. Weil wenn Jürgen das nächste Mal kommt, kannst du zu ihm sagen. Ja, aber dann hast du ja recht und nicht er. Ja, aber das weiß er ja nicht, dass ich dir das gesagt habe. Ach so, ja, okay. Und dann sagst du ihm, Jürgen, das muss gemacht werden. Die Parzelle gehört zur Hälfte dir, sieh mal zu mir, Jung. Dann hast du es zuerst gesagt und er muss es machen. Und ich würde auch Gelb als eine sehr positive und freundliche Farbe empfinden an eurer Hütte. Das verstößt gegen Artikel 828c der Kleingartenverordnung. Ja, und schon zugrelle Farben. Jürgen. Aber Egon, darum geht's doch. Wir machen es anders. Egon, wir machen es. Jürgen verstößt auch gegen die Kleingartenverordnung. Egon, wir machen es anders hier. Also jetzt mal ganz ehrlich, das hier ist unsere Parzelle und wenn den Leuten nicht gefällt, wie die Fensterläden gestrichen sind, dann sollen sie halt über die andere Hecke auf der anderen Seite gucken. Wisst ihr? Da möchte ich direkt wieder losgehen und sofort Farbe kaufen und das Ding da selber drüber machen. Einfach nur, weil das ist doch albern. Das machen wir. Wen interessiert doch wirklich, weißt du, jetzt, wo Erasmus mir die Augen geöffnet hat über das Mikroplastik und wir streiten uns über Fensterladenfarben, das ist doch vollkommen egal. So, genau, auf jeden Fall. Renate sagt, es geht darum, dass wir hier gemeinsam eine neue Perspektive einnehmen. Was ist uns wirklich wichtig? Und dass es hier gut dekoriert ist und die Leute sehen, dass es halt auch anders geht. Lass mich doch nochmal in den Potpourri da riechen. Genau. Wir können gleich erstmal einen zusammen dampfen, hört ihr hinten vom Hecke schneiden. Eine wundervolle Idee. Ja, aber da können wir auch einfach schon wieder einen Cut machen mit der Szene. Und ich begleite das mit Musik. Ich habe die Gitarre. Kumbaya, genau. Genau. Gut, dann lasst uns doch mal mit unserem Spieltisch gucken, wie das Ganze ausgegangen ist und ob wir es am Ende geschafft haben, die Orga des Sommerfests tatsächlich zu übernehmen. Und zwar, wir das jetzt nochmal für den Stream und diejenigen, die vielleicht auch den ersten Teil nicht gesehen haben. Im Buch ist das Ganze beschrieben mit Spielsteinen. Die könnt ihr auch im Crowdfunding als praktisches Playset gleich dazu kaufen. Dann müsst ihr die nicht extra besorgen. Aber ihr könnt genauso gut auch Pokerchips nehmen oder Würfel oder Zettelchen oder irgendwas, was halt die gleiche Form und Größe hat. Weil wir das sozusagen, wenn ihr am Tisch spielt, dann wird es halt ohnehin gucken gezogen und dann soll man es halt nicht durch Anfassen unterscheiden können.
Für online gibt es wieder eine Vorlage für Playing Cards EU von uns und da haben wir jetzt sozusagen die vorherige Version, mit der wir jetzt hier spielen. Und da haben wir statt rote und weiße Steine rote und schwarze Karten. Und das funktioniert jetzt wie folgt. Für die zweite Herausforderung legen wir wieder jeweils eine schwarze und eine rote Karte in den Pool. Das mache ich mal. Und dann nehmen wir uns jeweils zwei rote Karten auf die Hand. Die könnt ihr euch einfach runterziehen oder ihr könnt euch das in Gedanken machen. Das ist vollkommen egal, nur dass ihr sozusagen zwei rote Karten habt. Und jetzt geht es zuerst um unsere Hauptfiguren. Und zwar, wenn deine Hauptfigur unzufrieden ist mit dem Weg, den die Gemeinschaft eingeschlagen hat, dann legst du eine rote Karte auf den Tisch. Und auf den Tisch heißt auf eins der Felder unter deinem Namen. Wenn deine Hauptfigur sogar möchte, dass die Queste scheitert, also die gesamte Queste mit der Parzelle, dann legst du zwei rote Karten auf den Tisch. Und wenn deine Hauptfigur zufrieden ist, legst du keine Karte hin. Ich glaube, Renate ist zufrieden und legt nichts hin. Das heißt, ich lege meine Karten zurück auf den Stapel. Für Bianca gilt das auch. Mhm. Haben wir am Ende einen zusammen gedampft am Ende der letzten Szene? Die wirklich wichtige Frage. Ich glaube, Egon hat es mal versucht. Aber der ist da mittlerweile ein bisschen vorsichtig. Der hat in seinen Heydays hat er ordentlich was weggeballert. So in den 70ern. Aber jetzt ist er. Er zieht mal für den Geschmack so, aber er sitzt daneben und genießt das Passivkiffen. Das reicht, Phil. Dann legt er ja auch keine Karte. Gut, dann sind wir alle zufrieden. Egon, Moment, Egon, ja, sorry. Egon ist nicht ganz zufrieden damit, dass Bianca auf diese Art sozusagen eigentlich dafür gesorgt hat, dass die anderen sauer sind auf sie, wo sie doch alle auf ihre Seite ziehen will. Aber ich weiß nicht, ob das relevant ist, weil letzten Endes ist es ihm so ein bisschen egal. Weil er hat seine Partielle da seit 25 Jahren. Der wird die nicht mehr ewig bedienen können. So. Der wünscht sich da zwar, dass sich was ändert, aber die Methoden findet er jetzt, ich meine, es ist halt nichts Schwerwiegendes so, ne? Aber er findet, dass die Methoden nicht so ganz geeignet sind. Ja. Ich glaube aber schon, das gilt schon als zufrieden irgendwie. Also ich hätte jetzt ja gesagt, das klingt nach unzufrieden. Ja. Also, aber du hast das Wort, weil das ist deine Hauptfigur. So. Du änderst halt die Wahrscheinlichkeiten, aber das ist halt, wie gesagt, wir machen noch, es gibt noch eine weitere Runde Karten, die wir reinlegen. Und nee, ich glaube, Egon ist zufrieden, weil er darauf aus irgendeinem Grund vertraut, dass Sophie den ganzen Müll eingesammelt hat, bevor die anderen Schrebergarten-Menschen sich darüber mokieren können. Okay, gut. Das heißt, unsere Figuren sind erstmal alle zufrieden. Dann nehmen wir uns als Spielende jetzt jeweils wieder eine rote und eine schwarze Karte. Und da geht es dann darum, was denken wir als Spielende? Glaubst du als Spielerin, dass die Gemeinschaft getan hat, was notwendig war, um die Herausforderung zu bestehen? Und die Herausforderung war, die Orga des Sommerfests an sich zu reißen. Wenn du denkst ja, dann legst du die schwarze Karte hin. Wenn du denkst nein, dann legst du die rote Karte hin. Also das ist jetzt die Metasicht sozusagen. Das sind sozusagen, wir als Spielende gucken sozusagen auf unsere Figuren und sagen, denken wir, die haben zusammengearbeitet und auf das Ziel hin oder nicht. So. Ja war schwarz? Ja ist schwarz, rot ist nein. Und die legen wir dann zu unserem Namen. Erstmal erstmal zu unserem Namen. Und jetzt muss ich mal entscheiden. Wie funktioniert das? Funktioniert das dann nach dem Mehrheitsprinzip oder reicht es, wenn einer Nein sagt? Oder? Nee, ich sag dir das da. Also du entscheidest und alle Karten, wir decken die dann sozusagen gleichzeitig auf. Und alle Karten, die wir jetzt da auf den Tisch gelegt haben, die kommen mit in den Pool. Und aus dem Pool, der wird gemischt und da ziehen wir dann zwei Karten und das ist unser Ergebnis. Also du veränderst immer nur eine Wahrscheinlichkeit. Du hast nie alleine die letzte Stimme. So.
Was denke ich? Okay. Aufdecken? Okay. Eins, zwei, drei. Gut. Wir haben 50-50. Ich tue alle in den Pool rein. Dann. Müssen wir argumentieren oder? Nee, also wir dürfen als Spielende dürfen wir was sagen, aber wir müssen nichts sagen. Wenn ihr jetzt Karten übrig habt, könnt ihr die einfach zurücklegen. Genau, also Hauptsache ist, dass die Figuren sich erklären können und wir dürfen aber was. Es ist jetzt nicht verboten, dass wir was dazu sagen. Genau. Ich wollte nur sagen, ich glaube, die Intention ist richtig. Ich glaube, die Mittel sind die falschen, die Spießenden zu adressieren. Ja. So aufgehängte Salatblätter, das interessiert doch so ein paar Obsen und Omsen im Schrebergarten. Ja. Ich hatte gerade so ein bisschen das Gefühl, so, okay, die fangen tatsächlich an, so ein bisschen miteinander zu arbeiten. Und das habe ich erstmal als gutes Zeichen genommen. Und Ich hab genau die beiden Bereiche auch gegeneinander abgewogen. Ne? Also müssen wir jetzt überlegen, aber dann ist es ja eher die Frage, haben wir die richtigen Szenen gewählt? Und das habe ich jetzt quasi nicht bewertet, sondern ich habe jetzt erstmal überlegt, haben wir in der Szene, die wir ausgewählt haben, alles getan? Und da in dem Sinne habe ich hier auch für Ja gestimmt. Ansonsten hätte ich das auch ähnlich wie meine gesehen. Da hätten wir vielleicht die Schmitz noch stärker konfrontieren müssen. Ja. Wir haben ja noch eine Herausforderung, genau. Cassandra, willst du noch was zu deiner Stimme sagen? Sehe ich genauso. Also auch diese Mischung eigentlich aus beiden. Also die Gemeinschaft funktioniert gut zusammen, aber ich glaube, die Mittel könnten ein bisschen rabiater sein, um dagegen vorzugehen. Gut, dann mische ich jetzt den Stapel. Das seht ihr nicht, aber ihr dürft mir vertrauen. Und ich ziehe jetzt die erste Karte und ich ziehe die zweite Karte und dann können wir gucken, was rausgekommen ist. Also wir haben Rot und dann Schwarz. Das bedeutet, wir verlieren eine Figur, wir bestehen aber die Herausforderung. Also das heißt, wir wissen schon mal, wir haben es geschafft, die Orga des Sommerfestes wirklich an uns zu reißen. Und wir verlieren aber jemanden. Und da wir jetzt letztes Mal noch niemanden verloren haben, erzähle ich kurz, wie das Ganze funktioniert. Wir müssen uns jetzt für eine von diesen 8 Figuren entscheiden, die wir verlieren. Wie wir die verlieren, können wir frei uns ausdenken. Wir dürfen das auch eskalieren zu einem Verrat. Es kann aber auch jemand aus unschrecklichen Gründen sozusagen gehen. Und das Spiel sagt, man hat vielleicht die Tendenz zu sagen, ach ja, hier den Marten, den haben wir doch noch gar nicht gesehen, raus damit. Who cares? Das Spiel sagt aber, wir sollen trotzdem kurz überlegen, ob es nicht interessanter ist, wenn wir eine von den Figuren verlieren, die schon mehr im Zentrum standen, weil das vielleicht auch die interessantere Geschichte ist. So. Und wenn wir uns nicht einig werden, dann ist Mattes verpflichtet, eine seiner Figuren zu verlieren, weil du die Herausforderung ausgewählt hast. So. Und also wir dürfen uns immer freiwillig melden und einen Vorschlag machen und das letzte Wort hat im Zweifelsfall die Person, der die Figur gehört. Ich würde ja, wenn ich einen Vorschlag machen darf, würde ich Erasmus vorschlagen, weil der etwas später zum Sommerfest kommt und total entrüstet ist, dass Phil hinter seinem Rücken doch Rindfleischbuletten gekauft hat. Und das geht überhaupt nicht. Also da regt er sich so furchtbar drüber auf, dass er die wollen das alle hier gar nicht wirklich. Ja. So mit dieser Begegnungsstätte und so, ich würde sogar vorschlagen, falls das für euch okay ist, dass er eine Riesenszene macht beim Sommerfest. Ja. Ich weiß auch warum, ja. Dass er so einen Riesenabgang mit Knall macht. Ja, genau. Also das darf natürlich, du darfst das gleich auch noch erzählen als Erasmus, was du tatsächlich tust. Ich glaube, was ich auch cool fände, wäre, wenn Erasmus, weil der ist ja Lokalpolitiker und wenn wir jetzt hier da das Gras in der Räucherschale haben und das überall irgendwie nach Kiffen riecht, ist das wahrscheinlich für ihn jetzt auch nicht so geil, wenn er damit assoziiert wird. Und das ist vielleicht auch noch so ein Grund, warum er merkt, dass das irgendwie nicht geht und sozusagen dann leider
die Gemeinschaft verlassen muss. Aber du, das ist, wie gesagt, wenn also, wir uns einig sind, das ist klar. Ja. Ja. Okay, pass auf, dann ja, aber das setzt ja dann voraus, dass quasi, dass dann das Sommerfest stattfindet. Wenn genau, das Sommerfest hat stattgefunden. Wir haben es zumindest geschafft, die Orga des Sommerfestes an uns zu reißen. Also es hat stattgefunden. Damit würde ich sagen, findet das Sommerfest auch statt. Mhm. Und vielleicht ist es sogar so, dass das Ehepaar Schmidt irgendwie ganz froh war, dass sie mal nicht die Arbeit machen müssen und dass die... Natürlich regen sie sich trotzdem auf und die Chaoten da von der, das Parzellenpack da hinten und kommen aber so zu späterer Stunde dann irgendwie doch vorbei und dann hat Bianca auch einfach so schön auf ihrer Gitarre gespielt und hat noch gefragt, was ihr Lieblingslied ist und hat das dann auch noch gespielt und dann waren sie irgendwie ganz versöhnt und fanden es dann doch irgendwie so ganz gemütlich und eigentlich ganz schön, dass sie jetzt gar keine Arbeit hatten und einfach gehen können. So. Und sind zumindest für den Abend versöhnt. Pass aber auf. Erasmus ist nicht versöhnt. Genau, genau. Erasmus kommt nämlich ein bisschen später. Mhm. Der kommt da schon an und ihr seht ihn schon, alle sehen ihn irgendwie von sofort an. Er scheint irgendwie schlechte Laune zu haben. Ja. So, der kommt da auf die Parzelle, guckt sich um und dann streckt er die Nase in die Luft, riecht und dann sieht er die Bullen. Und dann Phil? Hey, Phil? Hey! Der Erasmus, der bist du, willst du einen Burger? Phil, du willst mir doch nicht ernsthaft erzählen, dass du hier nicht ansatzweise CO2-neutrales Essen kredenzt? Und sag mal, kifft ihr hier? Naja, haben wir doch. Ja, ein bisschen schon. Dafür will ich dich auch. Und er guckt sich um und richtet sich auch so ein bisschen an die ganzen anderen RentnerInnen, so, die quasi da zu Gast sind. Das verstößt gegen das Betäubungsmittelgesetz. Das ungefragt zu verteilen gegen die Leute, zwischen den Leuten. Erasmus, komm, nimm mal einen Burger. Hier. Nein! Ich bin Veganer. Komm, dann rauchen wir eine kleine Kräuterzigarette. Komm schon. Das geht so überhaupt nicht. Das verstößt gegen das Gesetz. Ich glaube, man muss diese Parzelle schließen lassen. Wer ist denn hier für die Organisation verantwortlich? Die Schmidt. Die Schmidt sind nicht da. Die haben das... Also ich glaube, gehört zu haben, dass die Schmidts dafür nicht verantwortlich sind. Und ich glaube, dass ein gewisses, wie sagt man, Triumvirat, also eine Gruppe von Leuten, versucht hat, da die Organisation an sich zu reißen. Und ich glaube, die sind hier gerade straffällig geworden. Das wird ein Nachspiel haben. Und er dreht sich um zu den ganzen Gästen und sagt, Sie sollten vorsichtig sein, mit wem Sie sich hier assoziieren. Ich jedenfalls bin weg. Ich räusper mich aber noch und weise so von hinten auf die ganzen Buttons mit Bündnis 90 der Grünen, die hier überall verteilt sind. Das ist Verleumdung! So, und Sophie ist auch da. Und noch bevor Erasmus den großen Abrausch macht, sieht Sophie, wie Erasmus den Schmitz zuzwinkert. Und dann rausstürmt. Dum, dum, dum. So. Der Schurke, die haben nur so getan, die wollten nur unsere Burger. It's on. Es geht nämlich weiter damit, dass wir unsere dritte und letzte Herausforderung aussuchen. Und uns entscheiden, was unsere Gemeinschaft jetzt als nächstes noch zu tun hat. Und dann machen wir wieder, wie gehabt, eine Runde Szenen. Und das Einzige, was wir jetzt wissen, ist, dass entweder Manni oder ich uns entscheiden, weil ihr anderen habt schon eine Herausforderung rausgesucht. Und dass wir sozusagen... Ich würde dir auch den Vortritt lassen, Manni, weil du hattest ja die Chance noch nicht. Und ich habe das Spiel ja jetzt auch schon öfter gespielt. Okay.
die Herausforderung. Rein, darfst du natürlich auch immer irgendwie Input erfragen. Guck mal, da sind die sind noch. Das ist ja jetzt die letzte Herausforderung. Genau, genau. Also wir spielen Blatt gehen. Das andere Blatt, da sind die Herausforderungen. Du kannst auf dem Blatt Herausforderungen Revier findest du die möglichen Vorschläge, du kannst die adaptieren, du kannst auch selber dir was ausdenken. Wie gesagt, immer noch unter dieser Queste, wir wollen die Parzelle uns dauerhaft aneignen und sozusagen unsere Position im Schrebergarten ausbauen. Und wir spielen das wie gehabt und hinterher in der Ziehung geht es dann aber um das Ergebnis der gesamten Queste und nicht nur dieser einen Herausforderung. Das ist der einzige Unterschied. Und da ist die Ziehung ein kleines bisschen anders, aber das Spielen bis dahin ist im Grunde genau das Gleiche und alles, was wir dann noch nicht erzählt haben, das können wir im Epilog noch nachholen. Okay. Also, nach dem, was wir bisher getan haben, macht es ja nur Sinn, wenn wir irgendeine Art von Konfrontation mit dem Ehepaar Schmidt haben. Ich fände es aber doof, wenn wir sie besiegen würden, sondern wir brauchen einen Waffenstillstand. Mhm. Das heißt, das muss ja nicht ohne Konflikte ausgehen, sondern wir müssen ja auch weiterhin alle gemeinschaftlich im Schrebergarten zusammenhausen und wir können nicht einfach so eine neue Schrebergartenordnung aufstellen, wenn wir nicht den Vereinsvorstand an unserer Seite haben. Das heißt, wir müssen einen Waffenstillstand schließen mit den Schweden. Und ich glaube, das an sich wird die Herausforderung sein. Ja, warte, der Vorstand, das sind die Schrödinger. Das Ehepaar Schrödinger. Ich dachte, es gibt, das ist doch eine Gruppe, oder? Ja, es ist eine Gruppe. Die Schrödinger. Ja, das ist eine Gruppe, das sind schon alle. Die sind schon alle. Das ist der gleiche Klügel. Ja, okay. Und die müssen wir irgendwie vielleicht nicht auf unsere Seite ziehen, aber wir müssen irgendwie einen Konsens finden, damit wir uns auf eine neue Schrebergartenordnung einigen können. Ja, cool. Ich habe das notiert. Und dann schauen wir doch mal, wie das Ganze abläuft. Also nochmal zur Erinnerung für uns, wir haben insofern für unsere Schlussziehung schon mal gute Karten, weil wir schon zwei Herausforderungen tatsächlich geschafft haben. So, das ist auf jeden Fall gut für uns. Also bis jetzt sieht es gut aus, so rein statistisch. Und jetzt können wir mal gucken, wie das Ganze weitergeht. Und Manni, du darfst jetzt noch aussuchen, wer die erste Szene aufsetzt und damit legst du auch sozusagen die erste Hauptfigur in dieser Szene fest. Ja. Ich muss gerade mal gucken, wie das mit den Eigenschaften zusammenpasst. Ich darf mich nicht selbst wählen, richtig? Genau, du darfst nicht Egon wählen, also, sondern du musst jemanden von uns anderen dreien nehmen. Beziehungsweise unsere Hauptfiguren und wie gesagt, wir kommen wieder alle dran und du sagst nur, mit wem es anfängt. Ich glaube, das muss Bianca machen, weil Bianca diejenige ist, die Frieden stiften will. Die ist zwar schräg drauf, aber die will alle zusammenbringen. Renate ist zu hitzköpfig, Phil ist, glaube ich, zu egoistisch, wirtschaftlich interessiert an der Situation. Und nur der Vollständigkeit halber, Egon ist ein alter Hase. Also der wünscht sich eher eine Kleingartenordnung für die nächste Generation. Ja. Oh, ich habe eine Idee und sie wird euch allen nicht gefallen. Ne? Okay, gut, dann. Entschuldigung, was ist mit den anderen Sachen, die hier im Ablauf noch drin stehen? Also was ist daran schwierig und so? Genau, das hätte ich jetzt dich als nächstes gefragt. Also bevor ich anfange. Bevor du die Szene aufsetzt, das ist halt, die ich immer vergesse. Du darfst, Manni, darfst noch sagen, was ist an dieser Herausforderung mit dem Waffenstillstand schließen schwierig? Und den Rest haben wir gemacht. Das mit dem Zeitrahmen, das haben wir auch immer so ein bisschen tatsächlich vergessen. Das ist meine Schuld. Ich erkläre kurz, was es soll, weil du jetzt das sowieso aufgebracht hast. Man sagt eigentlich immer so ein bisschen, reden wir jetzt, über welchen Zeitraum reden wir? Reden wir davon, dass es jetzt ein Tag ist oder reden wir davon, dass diese ganzen Szenen sich über 2 Monate erstrecken? Aber ich finde, wir haben das bisher auch ohne ganz gut hingekriegt und ich hatte so das Gefühl, wir klären das im Zweifelsfall kurz vor der Szene,
wie weit es jetzt ist und finde, das passt auch für mich vom Spielprinzip, wenn wir das nicht vorher machen. Es ist bei manchen Questen auch einfach relevanter. Also wenn du jetzt ein Heist spielst, dann willst du halt irgendwie wissen, machst du jetzt die Planung 3 Monate vorher und das Untertauchen 3 Monate nachher oder bist du halt wirklich nur der Heist an sich in einer halben Stunde oder so und der Rest ist halt nicht Teil sozusagen dessen, was man sieht. Und dafür ist es, also bei manchen Questen ist es ein bisschen relevanter, dass man den Zeitrahmen feststeckt. Ich denke, wir können das weiter einfach pro Szene gucken. Genau. Also was ist daran schwierig? Genau. Ich glaube, der Großteil des Kleingartenvorstands, dem ist das gar nicht so wichtig, wie die Verordnung aussieht oder ob sie neu ist oder ob es die alte bleibt. Die sind nicht suborniert. Das Problem ist tatsächlich die Familie Schmidt, weil die halten sich für die Kleingarten-Noblesse. Mhm. Und das ist Majestätsbeleidigung, egal was man an deren Sichtweise oder Papierkram. Das ist auch der alte Schmidt, der die damals noch unterschrieben hat, als seine Unterschrift drauf auf der Verordnung. Und die ist gemacht, um ewig Bestand zu haben. Und deswegen die zwei, die sind das Problem und deren Einstellung ist das Problem. Die halten sich für unantastbar und das muss beseitigt werden. Und es ist tatsächlich auch so, die anderen, die wollen nur, dass Frieden herrscht, so, und sie in Ruhe irgendwie den Herbst ihres Lebens in ihrer Parzelle irgendwie verbringen können. Die wollen gar nicht diesen Krieg. Aber das sind die Schmitz, die immer wieder anfangen. Ja. Das sind die Störenfriede eigentlich. Ja. Zeit, das zu enden. Denn, genau, ich habe zu einem offenen und freien Yoga-Zusammensein geladen. Ich möchte das. Rentner-Yoga. Ich möchte, dass Phil dabei ist von den Figuren. Denn Phil, und so ist es jetzt wie folgt. Es ist noch ein sehr, sehr warmer Tag. Es ist ein wunderschön sonniger Sommervormittag. Die Sonne ist noch nicht im Zenit, sodass es angenehm warm ist und auch ein angenehmes Lüftchen geht. Einige von den RentnerInnen habe ich schon zusammengetrommelt, denn ich lege auch immer wieder darauf Wert. Und so ist leider auch Phil ein bisschen zu dem verkommen, was ihm vielleicht etwas unangenehm ist, aber das hast du zum Glück vorher nicht mitbekommen, dass ich sage, wenn sogar so jemand wie Phil Yoga mitmacht und wir berücksichtigen alle Körperform und alle Fitnesslevel, dementsprechend achte ich sehr auf das Individuum, das dabei ist. Und so kommt eine sehr, sehr bunte und illustre Runde zusammen. Und allen voran steht Phil ein bisschen abseits. Du kannst ja gleich beschreiben, wie es ihm dabei geht. Aber Bianca mit luftigen Gewändern vor dieser kleinen Gruppe aus Rentnern und Rentnerinnen. Hier und da haben sich auch, da ist auch eine Mutter, die in Elternzeit ist und da mit ihrem Baby gerade rumturnt und es natürlich auch stillen kann auf dieser Wiese. Es ist eine gelöste Stimmung. Es liegt vielleicht auch an den Schalen, die da brennen und an diesem Duft, der durch die Gruppe weht. Und Bianca begrüßt euch alle und sagt, es ist so schön, dass ihr da seid. Und auch Phil, vielen Dank. Phil, komm doch mal zu mir. Komm mal hier, komm jetzt her! Ja. Okay, hallo Leute. Wir möchten, um auch nochmal zu betonen, dass wir hier auf diesem Gemeinschaftsgrundstück eine Begegnungsstätte errichten, dass wir alle unter der Sonne gleich sind und dass es so etwas wie eine Hierarchie in diesem Kleingartenverein auch einfach nicht geben soll. Denn was soll denn sowas wie Vorstand und Ähnliches? Wir sind doch alle gleich, wir haben alle die gleichen Rechte und wir sollten auch alle gemeinsam daran arbeiten, dass wir mit all der Unterschiedlichkeit, all den Körpern, die wir mitbringen, all den Geisteszuständen, die wir besitzen und all den Wünschen und Zielen und Träumen, die wir haben, gemeinsam etwas Gutes tun und uns gemeinsam wohlfühlen. Deswegen lade ich euch herzlich ein zum Nackt-Yoga. Und sie fängt an, sich auszuziehen. Phil trägt so ein super weites Basketball-Trikot und ein Schweißband dazu. Ja, mir ist gerade ein bisschen
kalt, ehrlich gesagt. Das kommt, wir bewegen uns. Wir machen den Sonnengruß. Komm, ich zeig dir, wie das geht. Zieh dich aus jetzt. Okay. Zieht sich aus. Genau so, deswegen traut euch. Seht ihr, es ist nichts Falsches da dran. Und wir fühlen uns jetzt wohl. Wir haben keine störenden Bündchen und Knöpfe. Wir können uns jetzt frei bewegen. Und los geht's. Und Bianca turnt mit allen den Sonnengruß. Und es bewegt sich aber wirklich was. Also die Rentnerinnen und Rentner, die fühlen sich sehr wohl. Und was man nicht vergessen darf an dieser Stelle, und damit würde ich die Szene auch schon beenden, denn Frau Schmidt ist nämlich eine alte 68er, die das nämlich eigentlich ziemlich gut findet, was da passiert. Und so kann es nämlich auch sein, dass durch dieses Nackt-Yoga, was da, die Hecken schützen uns ja auch vor Blicken, die da nichts mit zu tun haben wollen. Aber so mogelt sich dann auch irgendwann Frau Schmidt unter die Nackt-Yoga-Turnenden. Und das Gemeinschaftsgrundstück hat ein Stück weit seinen Sinn erhalten, wie Bianca ihn sich gedacht hat. Dank Phil, der mit einem sehr guten Beispiel vorangegangen ist. Du hast ihn komplett überrumpelt. Das wäre wahrscheinlich schwer gewesen. Sehr schön. Sehr schön. Sehr schön. Ja, dann geht es auch gleich schon wieder weiter mit Phil und der Frage, was tut Phil, um Waffenstillstand zu schließen? Und die Frage, tut Phil etwas, um Waffenstillstand zu schließen? Oder hat ihn Bianca so fertig gemacht damit? Ja. Ja, da muss ich mich jetzt mal tief in Phil reinfühlen. Ja. Hey, Phil ist, also wenn, Phil ist, ja, sorry. Mach weiter. Phil ist so ein tiefenentspannter Kerl, der ja eigentlich auch Konfrontation gar nicht so sehr mag und der einfach macht im Zweifelsfalle. Und der auch gemerkt hat, dass die Frau Schmidt ja doch durchaus ein bisschen entspannter ist, als er so eigentlich gedacht hätte. Hat er zumindest den Eindruck jetzt erstmal. Bei ihrem Mann ist er sich jetzt noch nicht so hundertprozentig sicher. Am Tag nach dem Nackt-Yoga, er hat sich danach tierisch einen weggedampft, um das alles nochmal zu verarbeiten in seiner eigenen Parzelle. Hat er allerdings festgestellt, ja, dass man das vielleicht versuchen sollte. Und er hat sich jetzt insgesamt 4 Tüten vorgedreht, hat sich 2 hinters Ohr gesteckt die anderen hat er sich in die weiten Taschen seiner kurzen Hose gesteckt, seiner Bermuda-Shorts. Und weiß, dass Frau Schmidt jetzt gerade noch alleine zu Hause ist. Man hat zumindest gesehen, dass sie alleine im Garten sitzt und das Auto ist nicht da von denen. Und deshalb geht er jetzt rüber zu Frau Schmidt. Ich würde gerne eine Szene mit ihm und Frau Schmidt haben. Und würde da für Frau Schmidt Andrea wählen, die Frau Schmidt verkörpern kann. Ja, gestalte sie gerne, wie du willst. Ja. Ich würde es gut finden, wenn du sie gleich einmal beschreibst, wie sie da so ist. Ich führe einmal in die Szene selbst ein. Mhm. Es ist ein wunderschöner Sommervormittag, jetzt mittlerweile Anfang Juli. Wir haben bereits 25 Grad, obwohl es erst 12 Uhr mittags ist. Es ist sehr still in der ganzen Schrebergartensiedlung, so wie das eben auch sein sollte während der Mittagspause. Und es ist auch kaum jemand da. Und in dem Moment sitzt die Frau Schmidt wahrscheinlich gerade auf ihrer Terrasse und genießt die Sonne. Und in dem Moment kommt Phil rein, öffnet die Gartentür von ihrem Schrebergarten und winkt so ein bisschen vorsichtig und kommt zu ihr rüber gewatschelt. Und sie winkt, guckt erst so ein bisschen skeptisch, hat halt so eine Sonnenbrille auf und liegt wirklich so in so einem, aber sie hat auch gerne, also das teilt sie, glaube ich, mit Bianca, dass sie gerne einfach auch wirklich so bequeme, weite Sachen trägt und hat, glaube ich, einfach so ein
Ja, es ist einfach sehr geblümt und es ist ein Kleid und es ist halt weit und sie liegt halt so barfuß neben der Liege, stehen so ihre Schlappen und liegt so auf der Liege und mit der Sonnenbrille und entspannt eigentlich die ganze Zeit nur und hat vielleicht so ein bisschen das Radio, hat so ein Kofferradio neben sich stehen und hat irgendwie so einen Sender eingestellt und hört irgendwie so ein bisschen, was hört sie wahrscheinlich irgendwie, die besten Oldies. Der, keine Ahnung, 70er, 80er und 90er oder so ähnlich. Und sagt, der junge Mann vom Yoga. Kommen Sie doch rüber. Richtig, und, aber ich... Nach so auf der Liege so neben sich, da steht halt noch eine, weil ihr Mann wohl gerade nicht da ist. Und so, setzen Sie sich doch. Danke, danke. Aber ich kann noch viel mehr als Yoga, aber das kann ich Ihnen ja gleich nochmal erzählen. Also, aber vielleicht fangen wir vorne an. Philipp Eigenbauer. Aber meine Freundin nenne ich einfach Phil. Ja, wie heißt Frau Schmidt mit Vornamen? Gisela. 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 Und sagen wir doch gleich, du, wir sind ja hier, wir machen das ja hier so im Garten. Ah, finde ich super, Gisela. Wir haben uns jetzt hier auch schon, naja. Finde ich super. Ich habe, wir hatten das ja beim Sommerfest so ein bisschen, also ich bin einfach, dachte ich, komme jetzt hier so in der Mittagszeit mal rum und man kann hier einfach, wir sind ja jetzt Nachbarn und da dachte ich, kann man hier einfach auch mal so ein bisschen sprechen und gucken, wie sich das alles so gibt und zeigt und ich habe hier was mitgebracht. Stört sie, wenn ich rauche? Ach, ist ja, also wenn sie, nee, wir sind ja einer frischen super. Luft, ne? So. Ja, zündet sich die schuhtütenförmige Zigarette an. Ja. Die ein bisschen übertrieben groß gedreht ist. Ja. Und sie kauft ein bisschen. Rauchen, ich verstehe. Kennen Sie sowas auch noch? Sie sind doch. Ich habe sie tanzen sehen auf dem Sommerfest. Also und jetzt hier bei der Jugendrunde ist. Ja, naja, also ich meine, in meiner Jugend, ne, wissen Sie. Ach, wir waren ja bei Du, entschuldige, Gisela. Ja, sag ich, sehen Sie, jetzt ja, weißt du, Philipp, ne? Phil, genau. Phil. Weißt du, Phil, mein Mann und ich, wir haben früher immer FKK gemacht. Und jetzt sind wir hier. Aber hier so im Ruhrpott macht das halt auch niemand so richtig. Das ist halt mehr so in den Küstengebieten oder wenn man halt so mal aufs Land raus und das haben wir hier einfach nicht. Und das hat mir jetzt wirklich, mich hat das wirklich beeindruckt, dass sie jetzt einfach sagen, so jetzt machen wir das hier auch im Kleingarten. Das fand ich so, ja, das hat mich richtig an meine Jugend erinnert. Da haben wir auch, wir haben wilde Sachen gemacht. Jetzt sind wir ja, ne, jetzt sind wir ja alt, jetzt ne, geht es ja mit dem Rücken auch alles nicht mehr wie früher. Und jetzt sind wir froh, wenn wir unsere Ruhe haben. Aber Sie wirbeln hier ja ganz schön was auf im Garten. Ja, Phil nimmt einen tiefen Zug. Ich weiß genau, was du meinst, Gisela. Aber ich will auch sagen, man ist immer nur so alt, wie man sich fühlt. Und reicht ihr die Zigarette an. Auf die alten Zeiten, ach, ja, Gisela. Ja, komm. Dein Mann, wie heißt er noch? Klaus? Klaus, ja, der Klaus. Ist er gerade nicht da. Und es ist doch Sommer. Ja, hast du auch wieder. Ich habe ja auch gar nichts zu tun heute. Habe ja schon alles gemacht. Ich schlafe ja auch nicht mehr lange. Ich bin ja immer dann früh wach und dann mache ich hier gleich immer im Garten. Und dann, aber so hat man einfach auch den, dann genießt man halt. Ne? Kann man doch einfach mal den Tag. Und du siehst auch sofort, also so wie sie den Joint hält, die macht es definitiv nicht zum ersten Mal und hat halt auch einfach so gleich so eine. Ja, genau, weißt du. So, und ist so. Ja, also ich meine, ich habe ja jetzt schon lange nicht mehr den Vergleich gehabt, aber. Ist gut, ne? Ja. Ist gut. Mhm. Ist High Five. Meine eigene Mischung. Wollen wir jetzt bald auch anbauen? Ist ja jetzt auch bald legal. Also ist auch, also für den Eigenanbau ja sowieso schon, aber ist ja auch insgesamt jetzt bald legal. Ne? Das ist ja. Ja, hier bei uns im
Geht das denn, also was denn das vom, also ich meine, ich kenne mich ja, müssen wir mal früher, gucken, man muss mal hat gucken. Ja mal alles probiert, aber ja, bei uns auf der Fensterbank, das ist ja mal gleich eingegangen. Ja, also gucken wir erstmal. Aber ich wollte nur sagen, so insgesamt ist das doch ein Schritt in die richtige Richtung, glaube ich. Ja, also ich weiß ja jetzt gar, also ja, ich bin jetzt ja ganz, wissen Sie, weißt du, ich bin jetzt immer, ne? Ich habe ja am Anfang auch gedacht, na, jetzt kommen hier die jungen Leute und machen halt ihr Bohai und dann, da habe ich da diesen, naja, man soll ja nicht schlecht über Leute reden, die nicht da sind, aber dieser Teenager ist ja schon ein bisschen nutzlos. Also die kann ja kaum eine Schubkarre geradeaus fahren. Da habe ich dann gedacht, oh meine Güte. Und dann diese Renate, da, Ja. ne, ist ja auch irgendwie, Wir sind ja auch ein bisschen ich mit der. meine, Aktivismus ist ja schön, aber irgendwie, da muss ja auch mal irgendwie ein Ziel rein. Gisela, wir sind Aber da ja das. auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, mit der Pforte in den Garten gefallen. Also, und da wollte ich auch einfach nochmal sagen, das tut mir auch ein bisschen leid. Also hätten wir ja auch nochmal ein bisschen mehr mit euch. Ich finde jedenfalls schön, dass ihr beim Fest dann noch da wart und ne, dass dann Bianca dann auch nochmal, ach, sie ist ja alt, 68erin, ne? Dass Bianca dann nochmal da was rausgeholt hat vom Bob Marley, war doch auch eine nette Geschichte, um den Abend so abzuholen, dann letzten Endes. Ja, ach, naja, das Mädchen, das hat ja noch ihre Träume, die wird auch noch merken, dass es das alles gar nicht so einfach ist. Aber Nee, ist naja, das ich nicht. denke ja, wir haben ja damals auch, ne? Wir haben ja auch unsere Träume gehabt und ich denke ja auch immer, was soll man am Ende den jungen Leuten auch reinreden? Und ihr macht das schon. Aber ganz unter uns, also wenn der Egon nicht bald mal anfängt, da seine großartige Schrottsammlung, ich meine, Wow. Jetzt ich sage gerade ja gar jetzt. nichts gegen das Wagenrad über der Tür und ich sage auch nichts gegen diesen alten Schubkarrenflug, was er da hat, mit den Blumen drin. Aber ich finde, weißt du, Phil, Schrebergarten ist für mich einfach Entspannung. Ich komme hier hin, ich habe mein ganzes Leben lang gearbeitet. Ich habe immer auf eigenen Füßen gestanden, Klaus oder nicht Klaus. Und ich komme jetzt hier einfach her und ich will einfach meine Ruhe haben. So. Und ich will nicht jedes Mal, wenn ich über die Hecke gucke, auf den Schrottplatz gucken. Dann hätte ich auch in der Stadt bleiben können. So. Und ich will auch nicht die ganze Zeit, dass hier nutzlose Teenager rumlaufen und mir vor meiner Hecke stehen und ihre Beziehungsprobleme diskutieren oder über irgendwas im Internet die ganze Ja. Zeit reden. Und ich denke halt auch, ne, ganz ehrlich, ich muss nicht mich um noch eine Parzelle kümmern. Das ist für mich okay, wenn ihr die in Schuss haltet Ah, und ja. ich meine, ab und zu mal so ein Fest, ich fand ehrlich gesagt, war ich ganz froh, dass ich mal nicht organisieren musste. Ah. Mensch, das freut mich ja zu hören. Ja, wir wollen das war ja auch so ein bisschen was ich nochmal ansprechen wollte. Also wir würden die schon gerne übernehmen, um das dann halt so regelmäßig für sowas wie so ein Yoga oder auch für die für ein Gewächshaus vielleicht einfach zu Ah, nutzen und das so ein Gewächshaus ist der bisschen Trick. ordentlich zu machen. Ne, den Müll haben wir ja schon weggeräumt und also wäre eine schöne Sache, wenn wir da irgendwie zusammenkommen und, ne, und da laden wir auch regelmäßig dann gern so ein, um das dann zusammen zu zelebrieren. Und ich wollte nur sagen, also ich würde es schön finden, wenn ihr euch das auch mal überlegt, ob das nicht vielleicht was wäre. Und er zieht hinter seinem anderen Ohr die andere große Schultüte hervor, legt sie auf den Tisch. Und kannst ja einfach vielleicht noch mal so ein bisschen dir Gedanken machen bei einer kleinen Tüte. Und dann vielleicht ist das ja Nicht was, insbesondere. wo wir dann im Zweifelsfall, ich glaube, da gibt es irgendwann eine Abstimmung oder sowas, ne? Jedenfalls,
da vielleicht auch so mit einem guten Wort von deiner Seite reden, rechnen könnten. Aber es, ne, ich will da gar keinen Druck aufbauen, aber vielleicht wäre das ja, kannst du ja einfach mal drüber nachdenken. Mhm. Okay, Phil. Gisela. Geht klar. Und während du gehst und wenn du schon fast an der Pforte bist, nimmst du nochmal so ihre Sonnenbrille hoch und sagt nun mal, aber die Rechnung, ne, Phil, da kümmert ihr euch noch drum, ne? Ich dachte noch. Ja, er zischt schnell von dann. Damit schließt die Szene sich. Ja, sehr schön. Sehr schön. Gut. Also, das sieht doch schon mal, warte, jetzt Gisela, nicht, dass ich das gleich wieder vergesse. Gisela Schmidt. Genau, also, die Rechnung ist immer noch offen, aber ansonsten ist Gisela vielleicht gar nicht so ein so unüberwindbares Hindernis. Bis jetzt, wir wissen nicht, was mit Giselas Mann ist, aber Egon ist dran. Und darf uns erzählen, was ist Egons Herangehensweise in Richtung Waffenstillstand? Egon hat die ganze Nacht gegrübelt und konnte nicht so richtig schlafen. Und hat dann einen Entschluss gefasst. Und zwar hat er, und ich bin jetzt mal so dreist, hat alle Leute, die er kennt aus seinem näheren Umfeld, eingeladen zu sich auf die Parzelle. Und ist morgens nach einem Aldi hingefahren und hat Bockwürstchen gekauft, so 30 Gläser, eine Kiste Bier, zwei Kisten Selters, eine Kiste Cola und hat einen Container bestellt. Und quasi der ganze Schrebergarten ist in Aufruhr, weil da in den unbefestigten Weg, das sind ja immer nur so schmale, unbefestigte Wege zwischen den Schrebergärten, da rumpelt so ein LKW durch und lässt mit so einem Kran so einen riesen Container einmal runter und Egon hat sich nämlich daran erinnert, dass auch unter anderem auch so ein altes Megafon da in seinem Fundus, in seiner Parzelle ist. Und er hat sich, weil das nicht so richtig funktioniert hat, hat er sich aus einer alten Autobatterie, hat er sich quasi so ein Ladegerät gebastelt für so ein batteriebetriebenes Mikrofon. Und geht dann den ganzen Vormittag mit dem Megafon durch den Schrebergarten und ruft... Ausverkauf und Gemeinschaftsverschrottung. Direkt nach der Mittagspause in Parzelle 274 bei Egon. So, das wiederholt er immer, während er da durchgeht. Und er hat auch alle angerufen. Er hat Phil angerufen, hat natürlich Sophie Bescheid gesagt und alle. Er hat alle zu sich eingeladen und so viele vom Schrebergarten wie möchten. Und er bleibt besonders lange mit dem Megafon, völlig ohne böse Hintergedanken, bei den Schmitz vom Zaun stehen und brüllt mit dem Megafon über die Hecke. Und um 12 Uhr steht er, und er hat Sophie vorher zu sich geholt, damit sie ihm hilft. Was sie nicht tut. Sie steht aber dann sehr besorgt, reinblickend neben ihrem Opi. Und sie guckt ihn ein, als wenn er jetzt endgültig den Verstand verloren hat. Ja, und er sagt immer, Sophie, jetzt steht er nicht so rum, tu mal das da drüben auf den Haufen, das ist der nicht weg darf, der Haufen da. Okay. Weil... So, ich hab überall gelbes Tüdelband darum gewickelt, um die Sachen, die nicht weg dürfen. Und das war harte, lange, schwierige Arbeit. Ja, sie nimmt mit einer Hand
dann ein Gegenstand, läuft drüber, weil sie in der anderen Hand das Smartphone hat, legt es hin, aber du hörst sie telefonieren und es scheint so, als wenn sie deine Tochter anruft, ihre Mutter. Du weißt aber nicht, was sie sprechen, denn sie guckt die ganze Zeit immer nur so besorgt zu dir rüber und sagt immer so, Mama, und du hast nur Mama, Opi, und du musst doch was tun. Ja, und Egon hat hat ganz viele Einmachgläser, die hat er über Nacht abgewaschen, so Gurkengläser. Die hat er jetzt alle auf so eine Holzbank gestellt, die er sich selber gezimmert hat vor 15 Jahren. Und dann hat er die Knackwürstchen aus den Wurstgläsern in die Gurkengläser umgefüllt, damit man sie sich nehmen kann. So, sonst muss man sie aus dem Wurstglas rausangeln. Und so ein Stapel Pappbecher und so. Und dann steht er da und wartet darauf, dass die Leute kommen. Ja. Also Renate kommt rüber und Egon, was machst du denn hier für ein Radau? Oh mein Gott. Ich habe mir überlegt, dass wir was tun müssen. Und wir müssen die Schmitz überzeugen. Und du glaubst, wenn du möglichst viel Krach machst? Ah, da um den Krach geht's nicht. Ich brauche Aufmerksamkeit. Die sollen hier rüberkommen und Gisela soll mithelfen, das, was sie am meisten hasst, an dieser ganzen Geschichte in den Container zu schmeißen. Das ist eine super Sache, Egon. Und du siehst, Phil neben dir stehen, hat sich ein komplettes Glas geschnappt und stopft bereits die dritte Wurst in seinen Mund. Super Sache, hier was zu essen. Ich hab die ganze Nacht bei mir in der Hängematte verbracht. Ich hab ein bisschen was geraucht gestern. Jetzt super was zu essen. Jedenfalls die Gisela, habe ich mit ihr besprochen. Also genau das Richtige. Die hat es ganz schön krachen lassen damals in den 70ern. Ja. Den Eindruck hatte ich auch. Also ich glaube, mein High Five, das hat hier durchaus einen Absatzmarkt. Ja, und Bianca kommt natürlich auch reingeschwebt und mit den Worten, aber mit jedem Stück davon verlierst du einen Teil deiner Seele, Egon. Kann ich das haben? Bianca, aber ich gewinne dafür ein Stück Zuneigung meiner Mitmenschen. Ja, und Platz. Das ist ein guter Tausch. Und ja. Frieden. Und Platz. Ja. Und Platz. Kann ich das auch haben? Du kannst nehmen, was du möchtest. Nur nicht, dass so das gelbe Tüdelband drum ist. Das bleibt hier. Da hängen Erinnerungen dran. Denk gar nicht dran, Bianca. Nein, das ist... ich glaube, daraus mache ich eine Skulptur. Ich werde jetzt... ich möchte nämlich jetzt nicht nur töpfern. Ich möchte mich auch in der Metallkunst versuchen. Ich habe da hinten noch irgendwo ein Schweißgerät. Das kann ich hier leihen, wenn du möchtest. Ja, sehr gerne. Sophie, könntest du... Sophie und sie macht sich ja vom Acker, weil sie noch mehr arbeiten soll. Ja, also Renate ist auf jeden Fall voll dafür zu haben, demnächst hier Schweißskulpturen zu machen. Meint so, boah, und wenn wir dann hier so Platz haben, dann können wir die auch so Hochbeete machen, Egon. Da musst du dich nicht immer so runterbücken, das ist total praktisch. Habe ich bei mir auch. Also gut, meine sind noch nicht fertig, aber ich hoffe ja immer, dass der Jürgen irgendwann kommt und mir die fertig macht. Renate, das ist yes. Schon wieder so ein Aktivismus. Hochbeete, so ein neumodischer Kram. Pflanzen gehören in den Boden. Weil das ist doch der Boden, nur der Boden ist halt höher. Das ist ja, als würde ich mein Haus auf Stelzen stellen und Treppen hochgehen. Dabei kann ich mein Haus auch auf den Boden stellen. Ja, aber ein Berg ist doch auch, naja. Komm du dann nicht zu mir, wenn dein Rücken kaputt ist? Ach, Papp, Rücken. Ja, und dann nach und nach kommen dann die Leute und ist natürlich bei Weitem nicht irgendwie der ganze Schrebergarten, der da aufmarschiert, aber die Schrödingers sind da, die Schmidts sind da und ich weiß nicht, ob du immer noch Frau Gisela Schmidt porträtieren möchtest. Ich gebe die weiter, aber ich kann die auch weiter porträtieren. Ich hätte sonst nur gesagt, dass sie nach einem gewissen misstrauischen Zögern ist sie dann doch irgendwie erschienen, weil die Verlockung war doch zu verlockend. Jedenfalls hält Egon dann eine Ansprache, nachdem er meint, dass die kritische Masse erreicht ist, so 7 Leute oder so. Ja. Und er sagte, so, liebe Mitmenschen,
Und mit KleingärtnerInnen. Ich habe mir und überlegt. Und draußen, ruft Renate. Und was? Und draußen, ruft Renate. Drinnen und draußen. So viel rollt mit den Augen. Zu Recht. So. Also ich habe mir überlegt, hier muss mal was passieren bei uns. Wir sind das alte Eisen, auch wenn wir es nicht wahrhaben wollen. Wir sind so 3-4 Jahre vom Abdanken. Und die nächste Generation kommt hierher und muss sich um unsere Parzellen kümmern. Und wenn wir dann so einen schmierigen alten Arbeitsvertrag von 1950 haben hier, dann ist das für keinen mehr gut, der nachkommt. Und ich habe gedacht, wir ziehen hier mal alle an einem Strang. Und das bedeutet, dass auch ich Opfer bringen muss. Und Gisela, ich weiß, wie sehr dich mein Schrott stört. Das weiß ich. So, ich habe mich überwunden, habe ich mich. Ich habe heute Nacht ich habe Phil so eine Stange geklaut. Ah. Und damit habe ich mich heute Nacht beschmückert. Und dann kam mir die Idee, so wie ein Garagenflohmarkt. Nur, wir nennen das sozusagen ein Schrebergarten-Polterabend ohne Hochzeit. Ah, und dann hauen wir einfach alles kaputt? Ihr könnt kaputt hauen, was ihr wollt. Außer das mit dem gelben Tüdelband, das will ich behalten. Da hängen Erinnerungen dran. Ihr müsst das nicht kaputt hauen. Wenn euch was gefällt, könnt ihr es so behalten. Du hast ein Krachen, weil Bianca schon da stand und mit mehr martialischer Wut, als man ihr zutrauen würde, anfängt aufzuhören. Porzellan rumzuschieben. Deswegen würde ich euch sagen, nehmt euch ein Knackwürstchen. Da vorne sind 3 Liter Kannen mit Kaffee, da könnt ihr pumpen. Und dann macht kaputt, was ihr kaputt macht. Was euch kaputt macht, ruft Gisela. Genau! Von Bianca. Ja, denn, ja? Fröhliche Zerstörung. Ja. Mensch, Egon, dann, das hätte ich dir gar nicht zugetraut, sagt Gisela. Und nickt so anerkennend in deine Richtung, während sie wahrscheinlich auch an einem Würstchen kaut und sagt, also ich hätte ja nicht gedacht, dass du jemals dich von deinem Schrott trennst. Also, ja, ist nicht alles Schrott, weiß ich auch. Ich finde, das Wagenrad hat seinen Charme, das solltest du behalten. Da weiß ich auch immer, wenn ich dein Wagenrad sehe, dann weiß ich immer, ja, gleich noch um die Ecke, dann bin ich da. Phil ist gerade dabei, das Wagenrad abzunehmen, um es in den Container zu schmeißen, geht es wieder zurück. Aber dann entdeckt er das gelbe Tüdelband dran. Genau. Und also Phil ist die ganze Zeit im Hintergrund schon dabei. Der hat jetzt 2 Dosen Würstchen gegessen und ist jetzt dabei, im Hintergrund bereits abzuräumen. Aber alles direkt in Container. Ja. Ich würde sagen, also Renate ist auf jeden Fall. Renate nimmt immer gleich Zeug und versucht es in Container zu zertrümmern, was natürlich alles andere als ruhig ist, aber sie hat Freude daran und das Zeug landet da, wo es hingehört. Und ich würde super, super gerne, dass Gisela irgendwas findet in deinem Haufen, was sie so total glücklich macht, weil sie da irgendeine Erinnerung dran hat. Ich weiß nur nicht, was sie findet, aber vielleicht habt ihr eine Idee. Vielleicht, eine Schneekugel. Eine alte Schneekugel aus Paris. Oh, ja. Die sie hat so schöne an die Zeit erinnert, als sie und Klaus, als noch richtig, als es gefunkt und gebrannt hat. Oder da waren sie in ihren Flitterwochen. Oh ja. Genau. Ja. Und sie liebt den Eiffelturm einfach so. Ja. Und da ist natürlich eine Schneekugel vom Eiffelturm. Und sie konnte sie gerade noch außer Biancas Raserei vom Glas splittern. Oh mein, meine Güte, Paris. Ach, Egon, dass du, darf ich die haben? Klar, die habe ich irgendwo beim Entrümpeln. Hat schon angefangen, irgendwie die schmutzige, staubige Schneekugel. Warst du mal in Paris? Ich war noch nie da. Ja, Mensch, der Klaus und ich. Weißt du, als alles noch ganz frisch war, sind wir da mit Anhalter runtergefahren und ach, ich weiß gar nicht, es war so eine schöne Zeit. Meine Güte, haben wir Sachen gemacht. Ja. So hätte ich dich gar nicht eingeschätzt, Gisela. Ja, ich weiß. Du siehst mich ja auch immer nur, wenn ich
auf meiner Liege liege, weil, weißt du, ich habe so viel gemacht. Ich habe dich noch nie dabei Liege gesehen, wie du auf deiner Liege liegst. Da musst du mal vorbeikommen, Egon. Da hast du mir aber was anderes erzählt, Egon, hörst du im Vorbeilaufen von Phil, der da gerade einen Stapel mit gelb bandagiertem Kram wegträgt. Stopfst du dir wohl noch eine Wurst in den Mund, Phil? Egon, jetzt mal ehrlich, ich habe so viel gemacht und weißt du, jetzt liege ich einfach gerne in meinem Garten auf meiner Liege, wo ich alles kenne und erinnere mich. Und immer wenn ich denke, jetzt reicht's doch eigentlich, dann kommen diese jungen Leute hier vorbei und bringen doch nochmal was Frisches rein. Und da muss ich gar nicht nach Paris fahren. Und das finde ich eigentlich ziemlich gut. Wenn du möchtest. Und jetzt räumst du noch deinen Schrott weg. Dann kannst du sogar noch den Ausblick genießen. Und ich glaube, Bianca, ja, die hier durchaus willens mit meinem ollen Schweißgerät hier einen Eiffelturm zu schweißen oder so. Den kannst du dir dann. Gisela kriegt wirklich leuchtende Augen und meint, kannst du das? Das kriege ich irgendwie hin. Da. Ja, Mensch. Also der sieht also da nicht so originalgetreu aus, ist klar, ne? Aber ich gebe mein Bestes. Ja, naja, also wenn ich was. Aber das ist doch dann so richtig mit Herz. Gisela ist komplett gerührt, dass du ihren Eiffelturm schweißen willst oder dass ihr ihren Eiffelturm schweißen wollt und fängt an. Und dann könnte man das doch dann zwischen den Tomaten und dann könnten doch die Tomaten am Eiffelturm hoch und Mensch. Ich mach dir noch ein Angebot. Wenn er dir zu hässlich ist, weil ich das nicht kann, dann stellen wir ihn auf meine Parzelle. Da musst du den Anblick nicht ertragen, aber wenn du dich erinnern möchtest, kannst du einfach mal über den Zaun kommen. Und dann ist er trotzdem da. Das sind die. So machen wir es. Und gibt dir so ihre Hand. Ja. Egon. So, jetzt müssen wir nur noch Klaus überzeugen, ne? Ja. Das ist dann dein Job. Ja. Und dann. Solange ihr euch um die Rechnung kümmert. Aber wenn du hier Sachen, nimm von den anderen Leuten vielleicht mal ein paar Euro für deine Sachen, die ist doch teilweise was wert, was du hier hast. Ich sehe da. Von welcher Rechnung redest du? Ich weiß auch, welche Rechnung? Frag mal, Phil. Also ich habe da, wir haben ja eine ziemlich große Party geschmissen und die fanden wir auch alle sehr, sehr cool. Jedenfalls habe ich mir da was überlegt. Also es ist ja, gibt ja da auch ein Vereinskonto. Wir übertragen das erstmal da drauf. Aber ich habe dazu bereits einen Businessplan aufgestellt mit Martin. Der war ja, habt ihr ja auch beim Sommerfest kennengelernt. Und wir sind uns da sehr sicher, dass sobald wir hier das Gewächshaus stehen haben, ein paar Freunde von mir haben übrigens heute angefangen mit den Punktfundamenten. Sobald das steht, und wir können diese Saison vielleicht noch die erste Ernte einfahren. Also in 2 Jahren haben wir das Geld wieder drin und danach können wir, wenn wir das im Vorstand gut geregelt kriegen, vielleicht macht es Sinn, wenn ich oder Martin dann da auch ein bisschen aktiver sind, können wir die Pacht halbieren für sämtliche Mitglieder, weil wir den Verkauf dann hier natürlich auch beteiligend für den Verein gestalten. Und dann kommt noch dazu, irgendwie war das Ganze doch auch so ein bisschen eine Wahlkampfveranstaltung für die Grünen, oder? Naja, so hatte ich den Erasmus, also der war eigentlich am Anfang, fand das gut. Also jedenfalls habe ich ihn gewählt deshalb. Ja, aber seit wann macht eine Partei eine Wahlkampfveranstaltung und die Gäste zahlen die Rechnung? Egon zeigt jetzt seine milchigen Tränensäcke. Und im Hintergrund, anstatt Kumbaya, läuft jetzt Killing in the Name of. Oh, dann Gisela guckt nochmal rein und sagt, nee, jetzt mal im Ernst, Egon, also ich meine, ist ja schön in 2 Jahren, aber das Klaus und ich, wir haben ja früher Wahlen, hatten wir auch eine Zeit, da hatten wir da unseren VW-Bus und sind rumgefahren und haben mit
Zeug aufgekauft und verkauft auf dem Trödelmarkt. Ist jetzt, will ich jetzt nicht langweilen mit meiner Lebensgeschichte, aber ich sag's dir, teilweise von dem Zeug ist was wert. Frag mal deine Enkelin, die soll das mal übers Internet verkaufen. Das muss doch nicht, also ich meine, ja gut, das da hinten, das sollte schon in Container, die hässlichen Vasen, aber das kann dann muss ich vielleicht nicht 2 Jahre warten. Das, ach, wir erstatten hier. Also das nichts gegen euren Geschäftssinn, aber wie viel ist denn das, Phil? 1700 Euro. Ihr habt alle das Bier getrunken. Und ja, Gisela, vertrau uns mal, wir machen das. Wir machen das Geld hast du in ein paar Wochen. Ich vertraue, dass ihr das regelt und nicht erst in 2 Jahren. Nein. In ein paar Wochen hast du dein Geld wieder. Phil kümmert sich darum. Ja, das war ein Fehler. Ja. Wir haben da einfach eine Adresse verwechselt. Also die Bankverbindung verwechselt. Und wir müssen das halt schon, über das Vereinskonto. Und dann klappt das schon. Und der Sophie, der sage ich, die soll das bei eBay verkaufen. Und dann, ich habe das gesehen in der Werbung. Und dann jedes Mal, wenn was verkauft ist, schreit sie 1, 2, 3, meins. Ja, siehst du. Genau. Und ihr redet und alles von... Aber ich soll doch verkaufen. Hauptsache das Geld. Ihr kümmert euch um die Rechnung. Ich sag's euch, wenn ich eine Zahlungserinnerung kriege, mache ich euch die Hölle heiß. Und glaubt mir mal bitte, dass ich weiß, wie man Leuten die Hölle heiß macht. Ich weiß gar nicht, warum du ihr sagst. Ich war da nicht dabei. Red mit Phil. Machen wir, Gisela. Da kümmere ich mich drum. Okay. Gut. Aber alles klar. Aber ich sag's dir, du hast hier echt... also ich meine, ich würde es nicht kaufen, aber ich habe es jetzt ja auch schon jahrelang mir angeguckt. Aber hier für so ein Butterfass kannst du einiges kriegen. Nur, sag ich nur. Aber gut. Das ist ein 1A-Zustand. Ja, naja, also, naja. Habe ich immer was freigehalten. Genau. Aber vielleicht kann Jürgen das machen. Der macht immer, was man ihm sagt. Ja. Wir müssen mal mit Renate reden. Regelt ihr das mal unter euch, sagt Gisela. Ich will da gar nicht so im Detail. Hauptsache, ihr kümmert euch um die Rechnung und dann müssen wir da nicht weiter drüber reden. Machen wir. Aber so. Was haltet ihr davon, wenn wir jetzt mal eine Sondersitzung vom Kleingartenverein einberufen, um über eine neue Ordnung zu verhandeln? Ja, also. Und wir möchten natürlich die Parzelle. Ja, naja, also wegen mir. Wie gesagt, kümmert euch um die Rechnung. Für mich ist fein. Ich habe mit Phil gesprochen. Phil weiß Bescheid. So. Gisela, ich habe da gerade mit Martin telefoniert. Also wir haben da eine super Idee. Das Geld kommt morgen auf dein Konto und Voraussetzung, dass das hier mit der Parzelle klappt und dann ist es sofort geregelt. Alles klar. Na naja, gut, wir schauen mal, was der Klaus dazu sagt. Das ist gut. Und ich glaube, da würde ich auch einen Cut machen. Ja, und dann können wir mal in der Beziehung gucken, was der Klaus dazu sagt und wie das Ganze ausgeht. Dann schauen wir doch mal. Und zwar, die dritte Ziehung, habe ich gesagt, geht ein kleines bisschen anders, weil jetzt machen wir ja die Ziehung für die gesamte Queste und nicht nur für die eine Herausforderung. Und zuerst tun wir für jede bestandene Herausforderung eine schwarze Karte in den Pool und eine rote für jede gescheiterte. Wir haben bisher aber jeweils bestanden, das heißt, wir haben eine schwarze Karte und noch eine schwarze Karte. Das mit den roten Karten ist wie gehabt. Da nehmen wir uns jeweils wieder 2. Ich hoffe, wir haben noch genug. Ansonsten macht ihr das mental. Und da geht es jetzt wieder um die Hauptfigur. Falls deine Hauptfigur unzufrieden ist mit dem Weg, den die Gemeinschaft eingeschlagen hat, legst du eine rote Karte auf den Tisch. Wenn deine Hauptfigur sogar möchte, dass die Queste insgesamt scheitert, legst du 2 rote Karten auf den Tisch. Andernfalls legst du keine roten Karten auf den Tisch. Mmh.
Ich glaube, Renate ist zufrieden. Die hat. Wir haben jetzt die Parzelle. Ich glaube, sie hat auch irgendwie geschafft, mit Jürgen einigermaßen einen Waffenstillstand zu schließen und halt einfach, okay, wir haben die Parzelle. Wenn ich ihm sage, was er machen soll, dann macht er das ja auch. Und das ist ja auch eigentlich gut. Und Wie die letzten 20 Jahre, also rein praktisch, ist eine Hilfe. ja, ist wahr. Ist so. Kann man nicht leugnen. Genau. Und findet es aber gut, dass jetzt irgendwie wir jetzt auch nicht Stress haben, weil sie will ja auch nicht Stress haben, weil sie Spaß am Stress hat, sondern sie will ja Stress haben, damit man, also sie will halt Dinge erledigen. Und wir haben jetzt Dinge erledigt und das ist doch super. Läuft doch. Also Renate ist zufrieden. Wie sieht es bei euch aus? Bianca ist auch zufrieden. Alles gekommen. Wunderbar. Phil ist auch absolut zufrieden. Er hat jetzt ja sogar in der letzten Minute noch die Geschäftsidee hier komplett, den Buy-in mit den 1.700 € quasi jetzt hier nochmal bekommen und sieht hier schon sein Geschäft florieren und sieht vor allem, ihm geht es ja auch so ein bisschen um das Philosophische dabei. Also Natürlich. er will das Gras ja auch unter die Leute bringen, weil das ist viel besser als alle anderen Konfliktbewältigungsstrategien. So weit würde ich jetzt nicht gehen. Ist meine. Ist klar. Ja, genau. Deshalb auch alles. Ja, Egon ist auch zufrieden. Egon hat zum einen hat er sein Hordertum sozusagen durch diese ganze Aktion in den Griff bekommen. Das heißt, das bedeutet ihm ja selbst oder ihn selbst hat das auch sogar noch vorangebracht auf seine alten Tage. Und er hat Frieden geschlossen und alle haben zusammen den Schrebergarten befriedet. Und er versteht sich sogar noch ganz gut mit Gisela, was seit 15 Jahren nicht mehr so ist. Ja, das ist wirklich ein kleines Wunder. Genau. Dann geht es jetzt wieder um uns als Spielende. Da kriegen wir jeweils eine rote und eine schwarze Karte. Und da ist jetzt die Frage ein kleines bisschen anders, denn es geht um die gesamte Queste. Und die Frage ist, glaubst du als Spielerin, dass die Gemeinschaft die Queste erfolgreich abgeschlossen hat? Lege die schwarze Karte auf den Tisch, wenn ja, und die rote, wenn nein. Okay, aufdecken. Na, wir sind alle der Meinung, das läuft. Dann lege ich mal die Karten alle in den Pool. Naja, aber es ist ja auch, ne, im Kleingartenverein, da Wir hält haben auch man gar ja auch nichts Rotes, zusammen. ne? Wir haben nichts Rotes drin, ne? Wir können eigentlich nur gewinnen. Wahnsinn. Aber wir ziehen trotzdem der Vollständigkeit halber. Und es ist tatsächlich so, wir haben die Queste bestanden und verlieren auch niemanden weiter und haben es tatsächlich entgegen jeder Wahrscheinlichkeit geschafft, ein Happy End uns zu erspielen, dank Nackt-Yoga und Schrottverkauf. Wer hätte es gedacht? Und Und Gras. natürlich Und High Gras. Five. Ja, und High Five. Aromatherapie. Ja, genau. Genau. Nackt-Yoga und Aromatherapie. Ja, sehr Wenn die schön. ganze Welt so funktionieren würde, dann Genau. wären wir hier einen ganz Das anderen wäre schön. Planeten. Genau. Dann bleibt uns jetzt nur noch einen kleinen Epilog zu erzählen. Für alle, die jetzt noch zugucken, ihr könnt euch schon mal in die Startlöcher stellen, weil wir brauchen nur noch 42 € bis zum nächsten Bonusziel. Also wenn ihr ein Spiel kauft mitsamt Playset, dann habt ihr quasi alles und könnt direkt losspielen. Dann habt ihr nicht nur ein Spiel und ein Playset unterstützt, sondern ihr habt uns auch noch ein weiteres Bonusziel gesichert. Aber bevor wir dazu kommen, haben wir tatsächlich noch die Epiloge. Das heißt, wir dürfen für unsere Hauptfiguren und wenn wir unbedingt wollen, machen wir das auch für die Nebenfiguren, einfach noch einen kleinen Epilog erzählen. Entweder so, wie es jetzt direkt weitergeht oder halt auch ein bisschen größerer Zeitraum. Das können wir gucken, wie wir da Lust zu haben. Und dass wir einfach nochmal so ein bisschen
das abschließen, was jetzt uns noch wichtig ist. Will jemand von euch anfangen? Ah, ich fange an. Denn Bianca hat totalen Auftrieb bekommen. Sie kann nicht nur ihr Nackt-Yoga regelmäßig veranstalten, hat auch genügend Leute in dem Kleingartenverein, die diesen ganzen Mumpitz mitmachen, den sie da die ganze Zeit abfeiert. Aber auch dadurch, dass sie jetzt diese zerstörerische Seite an sich entdeckt hat, wird sie sogar recht erfolgreich als Künstlerin im Metallfiguren verkauft. Sie lässt sich von Egon zeigen, wie das funktioniert mit dem Schweißgerät. Jürgen hilft ja sowieso. Und dann wird dann ihr ein bisschen, also eher in diesem Hippie-Stil Parzelle wird dann irgendwann vollgestellt sein mit Skulpturen aus Metall, die sehr bedrohlich und martialisch aussehen, die sie aber für richtig viel Geld verkaufen kann. Das zu Bianca. Sophie möchte ich auch noch kurz anschließen, ja. Denn da ist es vielleicht, endet das vielleicht nicht ganz so günstig, aber da kannst du ja nochmal mit Egon weiterführen, denn Sophie hat das ziemlich große Sorgen gemacht, was sie da sieht, denn ihr Opi ist ja sowieso nicht mehr der Jüngste und hat sie ja eh nicht mehr alle beieinander, und das, was er jetzt zuletzt da gezeigt hat, hat sie so sehr besorgt, dass sie ihre Mami angerufen hat und gesagt hat, hier Mama, ihr müsst da jetzt mal was tun, Opi, der verliert sie langsam. Alle, so dass jetzt Sophies Eltern immer öfter mal vorbeikommen und sich darum kümmern, dass Egon vielleicht nicht mehr ganz so viel Zeit im Schrebergarten verbringt. Ja. Genau. Ja, mache ich vielleicht mit Phil weiter. Phil hat Martin, der ja die ganze Zeit über unseres Spiels graue Eminenz im Hintergrund geblieben ist, insofern ist da vielleicht auch genau das, ein echter Geschäftsmann, der hier auch größeres Geschäft wittert. Er hat mit dem Geschäftsdruck von Martin dort ein wirklich großes und auch relativ professionelles Gewächshaus auf der ganzen Gemeinschaftswiese gebaut, was fast ein Drittel des Gesamtbereichs einnimmt. Und auch wirklich jedem Sturm standhält oder auch ein großes Schloss davor hat, was Phil nicht so gut findet, aber Martin hat gesagt, das ist notwendig. Und da kann man auch wirklich eine Kleinstadt mit versorgen, mit dem, was dort angebaut wird, glaubt ihr zumindest. Insofern ist da jetzt Fluktuation. Es kommen auch ein, zwei Leute, die dort ab und zu mal mithelfen, die Martin da noch mit besorgt hat dafür. Das findet Phil ganz gut, weil... Wie bitte? Bewaffnete Leute. Also sie sind ernster, grüßen eher geschäftsmäßig und halten kein Smalltalk. Genau, also es kann durchaus sein. Und Phil findet das aber ganz gut, weil ihm gefällt dieses ganze Schrebergartenleben, so wie sich das jetzt etabliert hat, sehr gut. Aber an der Gartenarbeit, so wie sein Arzt das ursprünglich vorgesehen hatte, hat er niemals Gefallen gefunden. Und er ist ganz zufrieden, dass das jetzt zwei andere Kerle machen. Er hat aus diesem Gewächshaus, kann er sich immer so viel nehmen, wie er will. Und es ist auch sein High Five, was da rauskommt. Er redet ja einmal die Woche mit Bianca darüber, dass das Ganze vielleicht als Tee noch stärker zu verwerten. Die ersten Tests dazu waren sehr ausufernd, weil es doch relativ stark dosiert war. Da sind sie jetzt dabei, das so ein bisschen fein zu tun. Oder es als Entgiftungsabführmittel zu vertreiben. Ja, das ist... Lass das Negative raus aus deinem Körper. Genau, eine andere Möglichkeit. Zu Jürgen, der blüht auch tatsächlich wieder auf. Er hat so ein bisschen die Beziehung zu Renate gekittet, weil sie dadurch, dass sie jetzt da ein bisschen mehr Freunde und Kontakt in den verschiedenen anderen Parzellen mit ihren Mitstreitern sozusagen gefunden haben, auch etwas mehr Möglichkeit, Distanz zueinander aufzubauen. Also im Zweifelsfall müssen sie nicht immer aufeinander hocken, auch wenn Jürgen das am liebsten würde. Aber Renate schickt ihn oft genug weg mit irgendwelchen Aufträgen oder auch einfach mal ganz direkt, jetzt gehen wir endlich aus den Augen. Und auch das macht er dann immer mit einem liebenswürdigen Dackelblick. Und bleibt damit auch ihre Beziehung so ein Stück weit treu, aber hat ja auch damit mit Bianca als Kupplerin eine gute Möglichkeit gefunden, immer wieder Kit in die Beziehung zu schmieren. Und insofern bleibt er dem ganzen Schrebergarten auch erhalten. Ja, cool.
Manni, willst du Egon erzählen? Ja, Egon wundert sich, dass seine Tochter und deren Nichtsnutz von Ehemann irgendwie jetzt irgendwie gefühlt einmal pro Woche plötzlich im Schrebergarten auftauchen. Ist total lästig irgendwie. Die haben jetzt nichts irgendwie erzählt von Schrebergarten aufgeben, seniorengerechte Wohnung oder irgendwas in der Richtung so. So und von ich meine, sowas wie ein Pflegeheim, das ist ja weit weg von, der ist ja total rüstig irgendwie. Deswegen macht er sich da jetzt nicht so Gedanken in die Richtung. Aber insgeheim freut ihn das, dass sie da ist. Weil jetzt ist es nämlich immer öfter so, dass seine Tochter und seine Enkeltochter da sind. Und was auch immer der Grund dafür ist, da freut er sich insgeheim drüber. Auch wenn er nach wie vor den grummeligen Alten gibt, aber er freut sich drüber. Und jetzt hat er halt da zwei Frauen, die genervt sind, wenn er ihnen erklärt, wie man Rhododendron richtig schneidet und wie das mit dem Schädlingsbefall ist. Und die wissen jetzt, ohne dass sie sich das gewünscht haben, wissen sie jetzt, dass es dass der wirklich gefährliche Rhododendron-Befall nur nachtaktiv ist und die Wurzeln angreift und so. Und der textet die halt total voll. Und Außerdem hat er ja Jürgen. Ja, genau. Jürgen ist sein Lakai. Aber er ist sein Opfer, aber ob Jürgen will oder nicht. Jürgen will nicht. Es ist egal, was Jürgen will. Jürgen findet, freut sich, dass er irgendwo dazugehört. Jürgen findet gut, wenn man ihm sagt, was er machen soll. Das gibt ihm Orientierung. Das ist, man dann, das ist auch in Ordnung. Dann bin schon auch Team Jürgen. Genau, dann ist Egon so eine Art Sensei für Jürgen, indem er ihm handwerkliche Dinge zeigt und erklärt, sowohl an der Laube als auch im Garten, was Schädlingsbefall, Zaunausbesserung und so weiter von vorne bis hinten angeht. Und einfach nur, die haben so einen Pakt mehr oder weniger geschlossen, weil Jürgen dadurch neues Wissen lernt, mit dem er Renate beeindrucken kann, wo er dann praktisch glänzen kann. Ja, ist so. Und ja. Pass auf, Erasmus. Ja. Willkommen. Erasmus sitzt in seinem kleinen, schäbigen Büro in der städtischen Zentrale Bündnis 90 Die Grünen. So ein kleines, runtergekommenes, piefiges Backsteingebäude aus den 80ern. So, und er hat da sein Büro nach hinten raus irgendwie so in den Hinterhofparkplatz und sein Ausblick gilt auf die Mülltonnen. Und er sitzt da so und wählt schon zum 10. Mal heute die Telefonnummer von Gisela Schmidt. Und es klingelt zweimal und er wird wieder weggedrückt. Und er ist richtig sauer. So, und geht die Tür auf. Und so ein beleibter Typ mit drei Haaren auf dem Kopf, einem Schnauzbart, so ein grün-weiß kariertes Hemd mit Hosenträgern und so einer Korthose, steckt den Kopf rein und sagt, Rasmus, passt für dich. So, und dann legt er so einen Brief rein. Rasmus guckt, nimmt den Brief, macht den auf, zieht ihn raus. Sieht den Briefkopf von der Metro. Entfaltet das Ding. Ja, leck mich doch an! Sehr schön. Sehr schön. Ja, Renate hat tatsächlich ein bisschen Frieden geschlossen mit Jürgen, weil irgendwie hat sich das jetzt so eingependelt, jetzt wo Jürgen halt einfach
Also früher war Jürgen halt immer so, man musste ihm wirklich jeden Schritt sagen und dann hat er das gemacht. Und das hat Renate, ist halt nicht gut im Planen und Renate ist halt gut im selber machen und ist dann genervt, wenn nicht jemand sofort versteht, was sie will. Und das hat halt Jürgen nicht. Und jetzt ist aber Jürgen, dadurch, dass der halt andere Sachen lernt, ist der halt eher so, ja, das müsste mal gemacht werden, mit denen die Fensterläden nochmal lackieren und Renate so, ja, dann mach doch so. Und Jürgen hat dann das Gefühl, ja gut, jetzt hat er ja die Erlaubnis und kann es machen. Und Renate denkt, ja geil, da muss sie sich nicht kümmern. Und irgendwie, und merkt aber schon, dass es halt cool ist, weil Jürgen ihr wirklich was abnimmt und Jürgen wirklich was kann, was sie nicht gut kann, nämlich irgendwie diesen Überblick behalten. So. Und ich glaube, die haben irgendwie auch so einen Waffenstillstand geschlossen und haben halt so eine Ebene, wo sie halt immer so Sprüche macht, aber halt schon guckt, dass sie halt nicht sozusagen unter die Gürtellinie trifft, sondern dass es halt so ein freundliches Gefrotzel ist. So. Und ich glaube, sie haben dann einfach noch länger ihre Parzelle zusammen und das läuft auch irgendwie ganz gut. Und irgendwie, ich glaube, Renate ist diejenige, die halt dann oft so die neuen Ideen reinbringt und jetzt machen wir noch dies und jetzt habe ich mir das, jetzt hatte die Gisela hat jetzt da diesen Eiffelturm und jetzt habe ich gedacht, wir könnten doch auch, und hat sich von Bianca irgend so eine geile Schrottskulptur machen lassen oder vielleicht sogar selber mal angefangen, und die ist jetzt aber hauptsächlich wirklich einfach Ranghilfe, weil die sah jetzt auch nicht so super aus, aber Jürgen hat es halt irgendwie dafür gesorgt, dass es jetzt doch irgendwie praktisch ist und das nicht irgendwie den Garten irgendwie vollmüllt. Und irgendwie greift es ganz gut so ineinander, was die beiden gut können und wie sie sich ergänzen. Und ich sehe sie nicht wieder heiraten, aber ich sehe sie halt schon irgendwie. Bianca schon. Ja, Bianca. Genau, schalten Sie auch wieder ein, wenn es heißt Passion, weil das Passion ist im Schrebergarten. Genau. Genau. So. Aber jetzt im Moment ist erstmal gut und das ist schon okay, dass Jürgen da ist. Und wenn man nicht mit ihm verheiratet ist und ihn auch einfach irgendwann nach Hause gehen kann, ist schon besser. Wenn man nicht mit ihm verheiratet ist, ist das schon okay. Ja. Das ist die Tat. Genau. Das findet Renate. Genau. Und Marten ist halt, also Marten hat euch halt, ich glaube, immer mal wieder, kommt halt immer mal wieder rein mit so einer Mappe. Mit irgendwelchen Ausdrucken von Tortendiagrammen und irgendwelchen Tabellen und redet von Benchmarks und Stakeholdern und da müsste man doch nochmal da die Buzzword und Buzzword und Buzzword und so. Und ist, glaube ich, tatsächlich ganz gut da drin, eben geschäftliche Dinge zu regeln, aber ich glaube, das bleibt noch eine Weile unklar, ob das alles so im legalen Bereich ist, was er so macht und was er so für Leute kennt, aber weil Phil halt da diese Fragen nicht stellt, hat Marten halt erstmal so direkt kein Problem damit. So. Und findet, glaube ich, dieses ganze Hippie-Zeug und diesen ganzen Kleingarten eigentlich total albern und denkt halt irgendwie, naja gut, kann er jetzt hier da sein Business aufbauen und demnächst dann da sich quasi soll dann der Phil ihn da rauskaufen und dann kann er irgendwie was anderes aufbauen mit irgendwie, keine Ahnung, wenn das dann alles legal ist, dann hat er schon in Planung, wie er dann irgendwie sein erstes Kiff-Café dann irgendwo aufmacht und so, ja, aber das ist, das davon weiß Phil nichts, das hat Marten bisher nur in seinem Planer drin. Und genau. Und Gisela ist auch glücklich. Gisela hat jetzt den Eiffelturm oder eine Annäherung an den Eiffelturm in ihrem Garten stehen. In ihrem oder in Egons Garten? Ich glaube tatsächlich in ihrem. Also der erste Versuch ist wahrscheinlich bei Egon geblieben, aber der zweite war dann zwei Eiffeltürme. Nicht so schlecht. Und hat, ich glaube auch, Klaus, der ist, glaube ich, einfach nicht so gesellig und eher so ein bisschen eigenbrötlerisch und ist aber letzten Endes hat sich jetzt ja auch euch nicht in den Weg gestellt. So. Und jetzt hat aber die Schneekugel hat irgendwie so einen Ehrenplatz. Sie steht jetzt in ihrer Gartenhütte da auch irgendwie auf der Fensterbank. Und
Genau. Und Egon mit einem Grummeln setzt die letzte Unterschrift unter die neue Kleingartenverordnung. Ja. Genau. Genau. Ja, genau. So ist das. Sehr schön. Bei uns im Schrebergarten mit den Parzellen. Genau. Genau. Das war Follow, eine Variation davon. Wenn ihr das auch spielen wollt oder irgendeine der anderen 18 Questen, wobei inzwischen, wir haben ja schon 21 garantiert, weil drei zusätzliche sind ja schon sicher und die nächsten drei sind ja auch schon fast gesichert. Und dann könnt ihr halt auch coole Charaktere bauen und ohne Vorbereitung coole Questen spielen und dann auch gucken, ob das alles klappt oder nicht und ob eure Gemeinschaft zusammenhält oder nicht. Und genau, mehr zum Spiel gibt es auf der Crowdfunding-Seite bei Game on Tabletop. Mehr zu Plot Bunny Games gibt es bei plotbunnygames.com. Da sind auch alle unsere Social Links. Aber was ich schon wieder vergessen habe, ist, dass wir doch vielleicht noch eine Runde Stars and Wishes machen könnten, wo wir nochmal alle mindestens ein Highlight erzählen, was uns gut gefallen hat. Und vielleicht noch einen Wunsch, wenn wir, keine Ahnung, Follow nochmal spielen, was wir uns da wünschen. Und dann, genau. Will jemand anfangen von euch? Ich kann direkt anfangen. Mhm. Stars, wirklich dieses einfach mal drauf losspielen zu können, Charaktere on the fly zu entwickeln und sie auch, finde ich das Figurenkonzept ist so clever gemacht, dass man mit wenigen Schlagworten, und das ist das, was ich an Erzählrollenspielen so großartig finde, da kann ich sagen, bei den vielen Erzählrollenspielen, die wir gespielt haben, macht Follow das ganz besonders gut, dass auch mit diesen einfach Wunsch an jemanden formulieren und auch, dass das mit den Questen alles so knackig formuliert ist und trotzdem man diese Freiheiten hat. Ich habe das sehr, sehr genossen beim Spielen. Ich weiß, das ufert jetzt ein bisschen aus, aber für mich ist das wirklich ein ganz, ganz großer Star-Moment, die ja ansonsten auch sehr, wir stecken immer sehr viel Vorbereitung ins Rollenspiel, wir stecken auch sehr, sehr viel Gedankenkapazität in Charakterkonzepte und in Gruppenkonzepte und dass das so flutscht und so viel Spaß macht und die Charaktere so gut abgegrenzt sind und man trotzdem so witzige Dialoge und spaßige Szenen haben kann, ist mein eindeutiger Star bei Follow. Wish würde direkt da anschließen, ist aber trotzdem auch eigentlich eher was Positives, finde ich, bei Follow, weil mich sehr interessieren würde, wie es ist, wenn man das halt eher in unserem üblichen 3P-Stil, nämlich düster und ein bisschen gritty spielt und die Möglichkeiten gibt es ja auch dadurch, dass wie die Figuren entfernt werden. Und ich finde alleine diese, ich finde es, deswegen sage ich ja, es ist mehr Star als Wish eigentlich, aber das möchte ich unbedingt ausprobieren, wenn man dann auch nochmal so ein, dann beschreiben kann, wie die Figur aus dem Spiel genommen wird. Und da ist ja alles möglich. Und deswegen, das möchte ich, das nächste Mal will ich es böse, dreckig. Und gnadenlos, wie wir das bei 3P sonst auch machen, hatte aber unfassbar viel Freude an unserem Kleingartenverein und an Bianca. Charakter, den ich niemals so spielen würde, aber ich hatte einfach Spaß. Ich kann mich da anschließen, vielleicht direkt, weil mein Wunsch ist genau der gleiche. So, dieses Spiel würde ich gerne mal. Das Ding ist einfach, dass spielleitungslose Spiele, wenn man sich im Vorfeld nicht viel Gedanken über Dramaturgie oder über einen roten Faden macht oder so, ist es meiner Meinung nach relativ schwierig, das, ich sag mal, stringent rüberzubringen. So. Und das brauchst du halt oft, also ne, wenn du halt wirklich ein hartes Thema hast, wenn du das dreckig und gritty spielst und was weiß ich was, so, dann meiner Meinung nach bedarf es dann Übung. Das mit einem spielleitungslosen Spiel so umzusetzen, weil es lädt halt dazu ein, was Leichtes zu machen, weil dir das leichter oder weil einem das leichter runtergeht. So, ne? Deswegen, ich würde das auch sehr gerne mal in einem harten Umfeld erleben. Und mein Star ist eindeutig, ich hatte es in der Pause schon gesagt, ich hadere immer sehr mit spielleitungslosen Spielen, weil es mir schwerfällt, gleichzeitig Erzähler
mein eigener Charakter, NSC, zu sein. Und irgendwie vielleicht, keine Ahnung, nachdem ich 5 Minuten gesammelt habe, kommt mal von rechts jemand, der mir eine Konsequenz reinwirft oder der mit dem NSC da reingrätscht oder so. Aber bis dahin unterhalte ich mich selbst. Und, das ist halt bei Follow nicht so. Das hat mir halt sehr gut gefallen, weil ich setze die Szene auf, ich fange an zu erzählen irgendwie. Aber dadurch, dass man im Vorfeld definiert, welche anderen NSC oder Charaktere mit, in dem Fall, nee, Charaktere ja auch, aber NSC ja genauso, dabei sind, sorgt man im Vorfeld ja schon dafür, dass man nicht alleine damit ist. Wenn man sagt von vornherein, man kann die Leute direkt ansprechen und man bekommt direkt Feedback und man ist sofort in einem Dialog irgendwie, anstatt sich mit sich selbst zu unterhalten, weil mein Charakter sich mit dem NSC unterhält und dann passiert noch was und das erzähle ich aber alles selbst irgendwie. Ja. Und das ist halt was, damit habe ich Schwierigkeiten und das hat mir gut gefallen bei Follow. Ja. Es nimmt einen gut in die Hand, weil das sind ja immer die Mechaniken, die in so einem spielleitungslosen Spiel definieren, wie so eine Szene aufgebaut wird. Und das ist bei Follow clever gemacht. Also cleverer als bei den anderen, bei den anderen Dornen, ja, aber verhältnismäßig einige schon. Ich frage dich nachher im Anschluss nochmal, wenn wir off-air sind, frage ich dich nochmal, was du sonst gespielt hast und vielleicht fallen mir noch andere Spiele ein, bei denen das auch gut funktioniert, weil das hängt wirklich sehr, sehr, sehr vom Spiel ab, weil ja Spieler auch wirklich eine ganze Bandbreite an Möglichkeiten aufmachen, mit super reglementiert bis hin zu super offen und alles dazwischen. Also da ist ja eigentlich, da ist Follow nicht das Einzige, was da deinem Bedürfnis entgegenkommt. Allein halt, dass du halt Herausforderungen definierst, was daran schwierig ist und so weiter und so fort und die NSC und so, das macht es einem sehr leicht. Ja, genau. Ja. Mathis, wie ist bei dir? Ja, lustig. Ich könnte im Grunde fast 1:1 wiederholen, was Cassandra dazu schon gesagt hat. Und Anni hat ja eigentlich auch was ganz Ähnliches gesagt. Also mein Star geht da auch an Follow als Spiel. Einfach, um da vielleicht jetzt ein bisschen von der Helikopterperspektive drauf zu gucken. Ihr habt jetzt schon viel zu den Details gesagt. Ich komme auch aus dem Bereich Dark Fantasy, Horror-Settings, ne, und das, was wir hier bei 3P normalerweise sehen, sind auch so eher meine Spielewelten, in denen ich mich wohlfühle und zu Hause fühle. Und ich habe es jetzt, aber weil ja vorne so einen kreativen, komplett offenen Ansatz hatte, fand ich es auch einfach mal herausfordernd vom Rollenspielerischen her, mal was komplett Konträres zu nehmen. Und ich dachte schon so, boah, mal gucken, wie ulkig das wird. Und es hat mich sehr positiv überrascht. Es hat wirklich Spaß gemacht. Also das war das erste Mal, dass ich im Grunde eine Komödie gespielt habe, aber ja keine alberne Komödie, sondern zumindest für meine Ansprüche eine lustige Komödie. Also, und ich habe alle Charaktere irgendwie lieb gewonnen. Die Charaktere haben sich ja im Grunde erst so über das Spiel herauskristallisiert. Und es war irgendwie am Ende auch eine schöne Geschichte vom Anfang bis zum Ende. Und den Stern muss man ja eindeutig dem Spielsystem geben, dass das halt auch sowas völlig Triviales wie irgendwie eine Schriebengarten-Integration von Neuhippie irgendwie spannend erzählt und lustig erzählt, sodass man da auch dauerhaft dabei bleibt. Ne? Das fand ich echt super. Ja. Und ja, auch wie ihr zwei das jetzt auch schon vorher gesagt habt, ich würde es jetzt auch aber mal spannend finden, das halt mal so in den Bereich zu drehen, den ich eigentlich auch gerne spiele, weil ich mir vorstellen kann, dass es auch da sehr spannende und auch dramatische Momente, wovon ja dieses Genre letzten Endes dann auch viel lebt, kreieren kann. Genau das, ne? Wie ist dann der Abtritt oder da der Moment, wenn man die Karten legt und man war sich eigentlich ja irgendwie einig und dann kommt da eben doch die rote Karte, wo man so denkt, what the fuck? Das sind ja auch so coole Momente, von denen so ein Spielerlebnis dann lebt und da würde ich mich auch mal sehr drauf freuen. Ja. Ich bin tatsächlich ein bisschen überrascht, dass wirklich alle Streams letzten Endes in so einer eher leichtherzigen Ecke gelandet sind. Ich weiß nicht, ob es an mir liegt, so, aber du kannst mit diesem Spiel, es ist halt auch einer meiner Wünsche, ich würde es tatsächlich auch gerne mal so richtig dramatisch spielen und halt mit, also ich meine, nichts gegen Comic Relief zwischendurch, aber halt nicht hauptsächlich eben auf amüsant angelegt und einfach, weil das bisher wenig sich so ergeben hat, aber es ist auf jeden Fall möglich mit dem Spiel und ich habe halt, wenn man halt Bock hat, Ben Robbins hat halt auch einen Blog, wo er unter dem Hashtag Follow dann eben auch Sachen, Spielberichte postet und man kann da auch einfach nur mal gucken, in was für einer Bandbreite die auch irgendwie Settings gespielt haben. Da sind auch viele tolle Ideen drin und
Aber es ist wirklich einfach was, was die Gruppe entscheidet. Und wenn man halt am Anfang entscheidet, lasst uns einfach nicht auf Komik spielen, sondern lasst uns es wirklich ernst nehmen und auch die Stakes einfach höher setzen und das Ganze irgendwie gefährlichere Sachen uns aussuchen, dann kommst du halt auch genauso gut eben in die gefährlicheren Situationen, wenn halt alle sozusagen sich darauf eingestellt haben. Und dafür redet man ja am Anfang auch kurz über das Setting und über den Tonfall und was man sich so wünscht. Und also gehen, das Spiel legt euch nichts in den Weg, das nicht zu tun. Genau. Und ich glaube, warum Comedy gut funktioniert, ist, glaube ich, wenn man die Figuren einfach ernst nimmt als Figuren und nicht, wir machen jetzt mit Absicht es total lustig, weil dann ist es meistens unangenehm, klamaukig. So, da habe ich dann auch nicht mehr so richtig viel Bock. Und ich fand, wir haben es gut hingekriegt, die einfach alle glaubwürdig zu spielen, denen alle irgendwie, die alle irgendwie sympathisch zu machen. Mehr oder weniger vielleicht, Martin jetzt vielleicht nicht so, aber die anderen so. Und oder halt irgendwie nachvollziehbar zu machen, warum verhalten die sich so, wie die sich verhalten. Und das fand ich, also vor allen Dingen, wenn ihr alle sagt, dass ihr sonst eigentlich immer eher so nicht Comedy spielt und immer eher düsteres Zeug, dann muss ich auch nochmal an euch alle Sterne verteilen, weil ihr habt das echt gut hingekriegt, da einfach so den Punkt zu erwischen, wo es halt funktioniert. So, mir hat es total Spaß gemacht mit euch. Ich fand auch jetzt unseren zweiten Teil einfach schön und habe einfach auch das Gefühl gehabt, irgendwie ist auch mal schön, wenn so ein Revierkampf in Wohlgefallen endet und sich dann am Ende alle verstehen. Wäre schön, wenn es im echten Leben auch einfacher wäre, das hinzukriegen. Aber da geht es halt meistens auch um noch ein bisschen mehr als Parzellen im Schrebergarten. So. Und ja, also ich kann immer nur sagen, das Spiel funktioniert einfach. Es ist einfach wirklich, wirklich gutes Game Design. Es hat Ben Robbins einfach sehr, sehr gut gemacht, was er da gemacht hat. Und ja, ich bin tatsächlich auch, nachdem ich jetzt hier in wirklich kurzer Zeit wirklich viele Runden gespielt habe, jetzt im Zuge des Crowdfundings, immer noch nicht an dem Punkt, wo ich denke, ja, jetzt reicht's auch wieder, sondern ich bin immer noch da und denke so, oh, und die Queste würde ich gerne nochmal spielen und das würde ich gerne überhaupt mal spielen oder nochmal ganz anders, in einem ganz anderen Setting. Also Revierkampf sitze ich jetzt auch da und denke, ah, ich würde schon gerne auch nochmal so irgendwie so das Setting von ich halt von Velvet Glove haben wir halt vor einer Weile mal gespielt, das ist halt so Mädchengangs in den 70ern und ganz viel das Elend des Patriarchats ist so das Spielthema und es ist ein großartiges Spiel, ganz wunderbar und wenn du das halt nimmst und das dann in diesen Revierkampf tust, dann hast du halt auch einen komplett anderen Tonfall, weil da geht es halt auch wirklich um was und du hast halt auch weniger automatisch ein Happy End, weil du halt eben, wenn du diesen Ton nimmst, dass du halt einfach nicht die Mächtigen bist, so, dann kannst du da ja auch irgendwie sehr viel dran ändern. Und ja, habe also immer noch Ideen zu all den Questen und habe immer noch Bock, es zu spielen. Und das ist in der Regel ein Zeichen dafür, dass es einfach ein gutes Spiel ist. Genau. Auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank, Andrea. Danke, dass wir es spielen durften, dass du uns so durchgeführt hast. Wir haben auch noch mal im Chat rausgehauen den Link. Und der wird auch, wenn ihr das jetzt auf YouTube seht, steht alles in der Videobeschreibung. Also unbedingt noch mitmachen. Also wir haben noch 6 Tage. Ich denke mal, ich werde es morgen auf YouTube, wir werden das schon hinkriegen. Also noch 5 Tage. Ja. Bis zum 30.10. Da müsst ihr nicht rechnen. 30.10. genau. Macht noch mit, sichert euch euer Follow und spielt das unbedingt. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Genau. Und die anderen Questen, also ich habe jetzt auf Social Media gerade so eine Serie, wo ich jeden Tag eine Queste vorstelle. Also wenn ihr unter Hashtag FollowRPG guckt, findet ihr da auch noch mehr Hintergrund, wenn ihr noch ein bisschen tiefer reingucken wollt. Und ansonsten natürlich die Crowdfunding-Seite mit ganz vielen Infos. Wunderbar. Genau. Ja, euch nochmal vielen, vielen Dank für die Plattform auf jeden Fall und dass ihr mich und Follow eingeladen habt zu euch in den Stream. Es war wie immer schön bei euch. Und vielen Dank, sehr, sehr gerne. Das hat Spaß gemacht. Genau. Danke an euch, danke an Ben Robbins für Follow und followt doch Follow und unterstützt das Crowdfunding und lasst Likes dann unter dem YouTube-Video unbedingt, damit auch der Algorithmus uns alle lieb hat oder euch vor allem lieb hat von 3P. Genau. Vielen Dank, Martin, fürs Spielen, Andrea, vielen Dank fürs Liken und vielen Dank an den Chat, der zugeguckt hat. Und genau.